So, und damit willkommen zurück zu Skull and Bones. Da sind wir wieder und es geht ein wenig weiter. Heute wollte ich euch mal ein bisschen was vom aktuellen Endgame präsentieren. Wir schauen da heute mal rein, schauen, was da so möglich ist, was wir da so machen können und segeln ein bisschen gemeinsam durch die Gegend. Man sollte vielleicht generell beim Endgame beachten, dass natürlich noch ein großer Teil des Endgames mit den Seasons ins Spiel kommt. Pro Season wird es immer neue Endgame-Inhalte geben, wie World Events etc. pp. Und natürlich ist die, ich nenne sie mal die Saisonreise selbst, auch mit einem Endgame bedacht. Was wir aktuell machen können, ist natürlich zum einen alles, was es an World Events in der Welt so gibt. Das kann man natürlich machen. Dann gibt es noch die Cutthroat-Geschichten. Hier haben wir, glaube ich, sogar gerade sowas. Da gibt es eine Ruderwette. Diese ganzen Sachen kann man machen. Und natürlich, und das ist ein Großteil des Ganzen, alles, was mit dem Ruder zu tun hat und mit dem Aufbau unseres Imperiums. Wir haben hier natürlich einmal unsere Brennerei. Die dürften die meisten kennen. Da schauen wir direkt mal rein. Ich habe nämlich zurzeit gar keine Materialien am Laufen, ist aber auch nicht so schlimm. Und dann gibt es natürlich Folgendes. Wir haben hier die Übersicht über unser Imperium. Das schaltet ihr irgendwann auch über die Story-Quests frei. Und wenn man damit beginnt, dann sieht das Ganze so ein bisschen aus. Wir haben hier die verschiedenen Gebiete. Andere Gebiete muss ich noch freischalten, wie die Küste von Afrika. Die Rote Insel habe ich bereits freigeschaltet. Und dann gibt es noch die niederländischen Inseln, wo wir wiederum Produktionsstätten haben. Da sieht man es. Da wird dann eben produziert und zum einen erlangen wir dadurch wieder die, wie ich sie so gern nenne, die wunderschönen Krakenmünzen und wir kriegen auch ein bisschen was von dieser Währung hier. So, also ich habe bis jetzt eine Manufaktur, die müssen wir dann nebenbei auch wieder finanzieren. So, jetzt ist das Ganze wieder für eine Stunde finanziert und wir können da gleich mal vorbeifahren und uns schon unser erstes bisschen Produktionsgedöns abholen. So, weitere Manufakturen können wir gucken. Die kann man dann nach und nach auch in den eigenen Besitz bringen und so weiter und so fort. Schnellreise gibt es natürlich auch. Und das Ganze pipapo. Hier sieht man, das Ding hier generiert 25 von den Münzen pro Stunde. Als nächstes werden es dann 26 und so weiter und so fort. Was vielleicht noch ganz interessant ist, wir können ja hier in der Übersicht auch unsere Verbesserungen kaufen. Da steht momentan noch, am Ende der Season werden alle Verbesserungen zurückgesetzt. Wir befinden uns zurzeit ja noch in der Preseason. Die richtige Season startet am 27., wenn ich mich jetzt nicht irre. Also theoretisch würde da alles zurückgesetzt werden. Es wird am Ende der Season immer alles zurückgesetzt. In diesem Fall ist das ja aber ein Anzeigefehler. Also alles, was ihr jetzt gerade hier freischaltet, man sieht, ich habe da 6 von 24 schon freigeschaltet, behaltet ihr auch in der ersten Season. Also es wird nicht in 2 Tagen zurückgesetzt, sondern erst in, das kannst du wieder an einer anderen Stelle setzen, da in 86 Tagen wird das Ganze erst zurückgesetzt mit Ende der Season 1. So, haben wir das also alles mal eben geklärt. Und von daher würde ich sagen, kurbeln wir heute mal so ein bisschen unser Imperium an. An der Stelle natürlich erstmal schönen Dank an alle, die eingeschaltet haben, die sich das Ganze hier mal wieder mit mir geben. Schön, dass ihr dabei seid. Wir können mal eben gucken, ob wir mit einer Schnellreise da irgendwie ein Bait and Flodder hinkommen. Jetzt habe ich natürlich vergessen, welche Manufaktur ich habe. Gucken wir nochmal hier auf die Übersichtskarte. Ansonsten reisen wir da gleich normal hin. So, da unten, da müssen wir hin. Also reisen wir zur Obliette und fahren dann einmal rüber. Hatte da extra nicht viel Münzen reingehauen. Hatte ich auch eine ganze Zeit lang nicht. Genau, das ist tatsächlich eine ganz wichtige Info. Jetzt bin ich weg, jetzt kann ich es gerade nicht mehr zeigen. Aber es ist tatsächlich so, die, oder können wir hier reingucken? Nee, nicht wirklich.
Es ist tatsächlich so, die Verbesserungen, die ihr momentan erwerbt, ich habe vorher auch keine Münzen reingepackt, weil ich gedacht habe, okay, wenn es eh in ein paar Tagen zurückgesetzt wird, dann macht das Ganze, macht ja gar keinen Sinn, denn da jetzt schon rein zu investieren. Aber die Entwickler haben im letzten Deckstream gesagt, dass das eben in dieser einen Ansicht, in dieser Verbesserungsansicht, sag ich mal, dass das zurzeit noch ein Anzeigefehler ist und tatsächlich dieses hier, kann man das hier sehen? Ja, also das hier da über mir, da, das ist tatsächlich der aktuelle Rücksetzcounter, also 86 Tage. Die werden jetzt nicht zum Start der ersten Season, alles, was ihr in der Preseason erspielt habt, zurücksetzen, sondern erst in 86 Tagen. Das vielleicht nochmal ganz wichtig zu wissen, weil, das hier können wir mal eben rüberpacken, ihr somit jetzt schon upgraden könnt und mit den Upgrades natürlich auch viel effizienter euer Imperium aufbauen könnt. Und alles, was ihr jetzt aufbaut, nehmt ihr mit in die Season 1. So, ich mache mir nochmal ein bisschen Essen, weil ich hatte vor kurzem das Problem, als ich die Aufnahmen für das Geisterschiff gemacht habe, dass ich da auf einmal ohne Nahrung und so weiter da stand. Und das ist nicht lustig. Also das ist dann der Punkt, wo das Spiel echt anstrengend wird, wenn du keine, wenn du kein Futter mehr für deine Mannschaft hast und die einfach ausdauertechnisch nur noch am Abkacken sind. Wie schaut es dann am Ende der Season aus? Verliere ich da auch wieder alle Manufakturen? Ich weiß es tatsächlich nicht zu 100%. Aber so wie ich es verstanden habe, ja. Also man baut sich, glaube ich, aber nagelt mich nicht drauf fest, man baut sich, glaube ich, zu jeder Season wieder ein neues Imperium auf. Aber wie gesagt, die Angaben komplett ohne Gewähr. Ich denke, wir werden schlauer sein, wenn die erste Season dann tatsächlich released ist. Ich gehe davon aus, diese Deckstreams, die werden ja jetzt in steter Regelmäßigkeit kommen. Man kennt das von Ubisoft. Machen sie mit anderen Titeln ja auch, haben sie bei Division gemacht und so weiter und so fort. Also gehe ich davon aus, dass die Deckstreams jetzt auch ein regelmäßiges Ding werden. Und von daher denke ich, dass wir da dann auch alle wichtigen Infos kriegen, was das angeht. So, ich gucke noch mal eben ganz schnell. Ja, das Ding will ich behalten. Da können wir vielleicht heute auch noch mal reingucken. Ich würde mir gerne noch mal eine etwas bessere Bombarde bauen. Hier könnte... Ja, aber die Samsane auf der Seite, die mag ich eigentlich schon sehr. Die mag ich schon sehr. Und den Torpedo hinten auch. Ich würde sagen, lasse ich erstmal so. Und dann gucken wir mal eben bei unserer Manufaktur vorbei, was es da so Feines zu holen gibt. So, let's go. Für alle, die später eingeschaltet haben, groben Überblick über das Endgame habe ich am Anfang des Streams gegeben. Wenn ihr das gerne noch haben wollt, einfach den Stream einmal eben zum Beginn zurückspulen und da gibt es dann einmal den kompletten Überblick. Wie gesagt, die wichtigste Info ist eigentlich, dass ihr die Verbesserungen für euer Imperium eben nicht in 2 Tagen verliert. Also das wird nicht zurückgesetzt, sondern ihr nehmt sie mit in die erste Season rein. So, und jetzt fahren wir mal eben rüber hier. Ist auch tatsächlich die aktuelle Quest. Wie gesagt, das Imperium, wenn man es so nennen will, schaltet man irgendwann im Laufe der Story-Quest frei. Und ich mach mal eben mein Spiel ein bisschen leiser. Ich schreie schon wieder so dagegen an. Das schaltet man im Laufe der Story-Quests frei. Die Story-Quest ist ja im Endeffekt auch sowas wie ein Tutorial. Somit wird euch das Ganze da auch erklärt. Ihr kriegt die erste Manufaktur mehr oder weniger for free. Und danach habt ihr dann natürlich die Aufgabe, zurück zur Manufaktur zu fahren, um euch die Verdienste abzuholen. Und das machen wir jetzt mal eben. Dann seht ihr so ein bisschen, wie das Ganze funktioniert. Also es hat so ein, ich will es nicht Wirtschaftssimulation-Charakter nennen, aber es hat so einen leichten
Wirtschaftsaspekt, sag ich mal. Hier können wir nämlich jetzt unser Profit einsammeln. So, zack, da haben wir 28 Achterstücke verdient. Und somit gib deine Einnahmen beim Piratenversteck zur Verwahrung ab. Sammle neue Münzen, wenn du sie während deiner Reise verlierst. Okay, dann wollen wir sie mal lieber nicht verlieren. Ich weiß gar nicht, ob die Schnellreise jetzt gesperrt ist oder nicht. Ich fahre mal einfach einmal zur Oubliette zurück. Eine Brigantine, Kapitän! Was kann das sein? Ja, die wollen uns auf jeden Fall. Die Leinen festmachen! Genau. Die wollen uns an den Kragen. Schön zweimal daneben gesemmelt. Jetzt haben wir gut getroffen. Da auch. Ja, zur Not prügeln wir uns mit denen ein bisschen. Solange wir im Kampf sind, können wir eh nicht anlegen. Na, könnt ihr mal richtig werfen? Da haben wir sie doch. So, siehst du wohl. Haben wir das. Zack. Das ist momentan noch so ein Aspekt, den viele ein bisschen nervig finden, dass man eben wirklich, gerade wenn du mehrere Manufakturen hast, alle Manufakturen abfahren musst, um deine Münzen zu sammeln. Das ist ein bisschen mühselig und man könnte es auch fast ein bisschen Spielzeitstreckung nennen. Das ist halt, ja, das Mühselige an der Sache. Aber Schnellreise geht, ist nicht möglich. Ich wollte gerade sagen, Schnellreise geht. Ja, ja, Schlaubi Schlumpf wieder, ey. Geht nicht. So, also fahren wir da einfach rüber. Aktiver Gegenstandsfilter, wegen den Achtermünzen natürlich. Macht nichts, fahren wir natürlich per Pedis, beziehungsweise per Schiff. Zu Fuß gehen wir ja nicht. Nach St. Anne und geben das Ganze ab. Das kriegen wir schon hin. Man hat ja eben gesehen, die Gegner, die man uns entgegenwirft, die können uns jetzt nicht so viel. Was natürlich auch noch, das habe ich vorhin fast unterschlagen, genau das schreibt Teamchef auch gerade, Schnellreisen sind deaktiviert. Aber ihr könnt zumindest überall anlegen. Also falls ihr eine Reparatur braucht oder aufstocken müsst oder so, habt ihr zumindest die Möglichkeit, unterwegs an Außenposten anzulegen und euch zu reparieren und so weiter und so fort. Was natürlich auch noch ein Aspekt des Endgames ist, das ich eben unterschlagen habe, ist natürlich die PvP. Es gibt natürlich noch mehrere PvP-Aspekte, wie eben diese Halsabschneiderjagden, die wir gerade eben auch eingeblendet bekommen haben, PvP-Gebiete und so weiter und so fort, gibt es natürlich auch noch und ist letzten Endes auch, wenn man so will, Endgame-Content. Aber der Hauptfokus gerade außerhalb der Season im Endgame sind tatsächlich, ist natürlich der Ausbau des Imperiums, weil wir momentan eben nicht irgendeinen Battle Pass oder so leveln müssen, um uns auf den Kampf gegen irgendeinen legendären Piraten am Ende der Season vorzubereiten, sondern momentan baust du halt dein Imperium aus. Jetzt nerven sie mich aber langsam. Jetzt holen wir uns die beiden. Die beiden vor allen Dingen. Das eine Schiff da mal. Ja, schöner Treffer. Der war auch nicht so schlecht. Und der trifft richtig gut. Jetzt gibt es noch ein bisschen Muskete. Ja, und wahrscheinlich... Na, versenken wir sie einfach. Und da kommen schon direkt die nächsten. Auf jeden Fall das tatsächlich der
ein Großteil des Endgames zurzeit, was ich aber auch okay finde. Also für mich, ne, um es am Feierabend mal eben für ein, zwei Stunden zu spielen, ist das optimal. Und mir macht es Spaß, mein Imperium auszubauen, diese Manufakturen einzunehmen, das müsst ihr ja auch alles, und somit einen stetigen Fluss an Achtermünzen eigentlich herzustellen. Für die Achtermünzen wiederum bekommt ihr die besten Waffen, die besten Gegenstände im Spiel. Muss man eben gucken auf der Map, wie wir am besten fahren. Wir können hier durch den kleinen Kanal fahren. Ich würde aber tatsächlich einmal außenrum fahren. Und natürlich gibt es auch jede Menge optischen Schnickschnack und so weiter und so fort. Das eben letzten Endes ein Großteil des Endgames. Wir werden das gleich alles noch in seiner Gänze erleben. Und wie gesagt, für mich geht's klar. Ich glaube, für viel Spieler könnte es zu wenig sein, zurzeit noch. Weil wenn du wirklich, weiß ich nicht, 5-6 Stunden am Tag vor einem Bildschirm sitzt und daddelst, hast du wahrscheinlich relativ schnell alles abgegrast. Für mich reicht's aus. Und wie gesagt, die Season ist auch in greifbarer Nähe, wo wir noch mal mehr Endgame-Inhalte bekommen. So, jetzt können wir erstmal wieder ein kleines Liedchen singen. Was haben wir da? Jute. Jute brauche ich gerade nicht. Ich habe das Gefühl, meine Mannschaft wird immer hungriger. Die fressen mir echt die Haare vom Kopf. Kokonuss brauchen wir nicht. In Sand End decken wir uns gleich wieder ein bisschen ein mit Essen. Auch mittlerweile so wichtig eigentlich. Also ich achte mittlerweile sehr drauf, dass ich jedes Mal, wenn ich irgendwo anlege, tatsächlich auch ein bisschen Fleisch kaufe und Gemüse, um mir was zu braten, damit mir eben nicht im Ernstfall die Nahrung ausgeht. So, Glückwunsch, du hast erfolgreich ein Imperium als Piratenfürst gegründet. Erweiteres, um ein Piratenfürst des Indischen Ozeans zu werden und exklusive Belohnungen zu erhalten. Sieh dir deinen Status auf den Bestenlisten an. Damit haben wir jetzt auch die Bestenlisten freigeschaltet. Können wir gleich auch mal eben reingucken. Die sind dann nämlich auch wiederum tatsächlich Endgame-Inhalt. So, wir sind zurück in unserem Stübchen. Gucken wir mal eben drauf. Und dann wird man nämlich gleich Folgendes sehen. So, wir haben jetzt hier die Bestenlisten freigeschaltet. Die Season-Bestenlisten ermöglichen es, dem Ruder den Gesamterfolg von Piratenfürsten in einer Season zu verfolgen, wie durch deine Fortschritte im Laufe, was? Zu verfolgen, wie durch deine Fortschritte im Laufe der Woche berechnet. Je mehr Achterstücke du verdienst, desto höher ist deine Stufe in der Saisonliga und desto mehr Sovereigns erhältst du. Als Zeichen der Gunst des Ruders erhalten die 8 besten Piratenfürsten auch ein exklusives Verschönerungsset, um es zur Schau zu stellen, günstige Winde und dicke Geldbörsen Piratenfürsten. Also, wer es wirklich drauf anlegt, ich werde wahrscheinlich nicht zu den 8 Besten gehören, wer es drauf anlegt, bekommt aber tatsächlich auch noch hier so ein lecker liebe Grüße vom Tag. Ja, dann liebe Grüße zurück. Der ist, glaube ich, auch gerade auf den 7 bis 12 Weltmeeren unterwegs. Also wer es drauf anlegt, kann da natürlich noch ein bisschen optische Goodies freischalten. Die Bestenlisten bestehen aus wöchentlichen und saisonalen Bestenlisten. Die wöchentlichen Bestenlisten ermöglichen es dem Ruder, den Fortschritt der Piratenfürsten zu verfolgen, die aktiv zum Schmuggel beitragen. Verdiene mehr Achterstücke, um in der wöchentlichen Stufe aufzusteigen. Je höher deine wöchentliche Stufe, desto mehr Sovereigns erhältst du. Das hier sind die Sovereigns. Sovereigns können auf dem Schwarzmarkt des Ruders gegen Belohnungen eingetauscht werden. So, soweit, so gut. Und jetzt sieht man hier nämlich, wenn wir die Stufe, jetzt muss ich mal gucken, Silber ist da oben. Es gibt zwischendrin dann immer mal Belohnungen. Also hier ab 10.000 bekommen wir 350 Sovereigns, dann gibt es 450, 500 Sovereigns und so weiter und so fort. Und wir steigen dann dementsprechend immer weiter in der besten Liste auf. Ich bin noch hier am Arsch der Welt. Und
Der wöchentliche Neustart ist dann tatsächlich in 2 Tagen, das ist richtig, wegen wöchentlich. Der saisonale aber erst in 86 Tagen. Und ich sage es jetzt noch einmal für alle die, die es am Anfang nicht mitbekommen haben. Alles, was ihr an Verbesserungen kauft, wird nicht in 2 Tagen zurückgesetzt. Anzeigefehler, das behaltet ihr für die ganze Season. So, also 86 Tage. Huh, das haben wir. Dann können wir jetzt mal eben gucken. Ich glaube, hier habe ich immer noch nichts. Wir gucken gleich auch noch mal eben, was es für Sovereigns gibt. Schauen jetzt noch mal eben hier rein, ob wir noch irgendwas Schönes übernehmen können. Warte auf die nächste Übernahmegelegenheit. Okay, Übernahmegelegenheiten gibt es gerade keine, ne? Leider keine. Bis jetzt nur die. Aber dann können wir gleich so ein bisschen einfach rumschmuggeln. Das geht schon klar. So, da hat man es auch nochmal, saisonaler Neustart. Und da seht ihr es auch nochmal richtig. Saisonaler Neustart, alle Manufakturen, die du während einer Season übernimmst, gehen am Ende derselben Season verloren. In 86 Tagen. Da ist es nämlich jetzt richtig angezeigt und das gilt eben auch für die Verbesserung. Wäre ja auch Schwachsinn, wenn die Manufakturen erst in 86 Tagen zurückgesetzt werden und die Verbesserungen aber schon in 2 Tagen. So, aber Season 1 startet am Dienstag, heißt, da wird alles resettet normal. Nein, wird's nicht. Weil wir jetzt gerade, läuft unten ein Timer, wann die nächste ist. Ah, hier, guck, in 17 Minuten. Gut, dass Teamchef dabei ist und auch Wallbreaker hat's auch geschrieben. Genau. Gut, dass ich diesen Timer noch nie gesehen habe. Dankeschön. Nein, also, wie gesagt, die Verbesserung, das hier ist ein Anzeigefehler, haben die Entwickler im Deckstream gesagt, dass es ein Anzeigefehler ist. Auch die Verbesserungen werden wie alles andere erst in 86 Tagen zurückgesetzt. Wir sind gerade ja noch in der Preseason, also würde es relativ wenig Sinn machen, wenn man jetzt in 2 Tagen die Verbesserungen zurücksetzt, aber alles andere 86 Tage bestehen bleibt. So. Gut, dann müssen wir jetzt noch irgendwie 15 Minuten uns um die Ohren schlagen. Das kriegen wir wohl hin. Und dann übernehmen wir einfach die nächste Manufaktur. Was wir nochmal eben machen können, ist hier im Schwarzmarkt mal eben vorbeizuschneiden. Zack. Euer Anblick beflügelt. So. Da sieht man alles 8er-Münzen. Und hier unten hast du dann eben auch tatsächlich Sachen, die du für Sovereigns dir holen kannst. Das sind optische Goodies, das sind aber auch Ausstattungsstücke, Tätowierungen, obwohl, nee, die ist schon wieder für Dingenskirchen, nee, und die hier auch, also zum Teil Ausstattungsstücke, optische Goodies und haben wir noch irgendwas hier, auch wieder optische Sachen. Das meiste kriegst du für 8er-Stücke, aber eben sowas auch wie den schwarzen Prinzen hier für Sovereigns. So, damit haben wir das Endgame einmal auf den Punkt gebracht. Wir müssen uns jetzt trotzdem irgendwie noch eine Viertelstunde um die Ohren schlagen. Ich gucke mal eben. Ich habe fast alle Storystränge erledigt. Ich habe noch einen, der aber irgendwie verschwunden ist. Gucken. Ich habe auf jeden Fall noch den mit, wie heißt er denn noch? Captain Knickel oder wie der heißt. Das müsste ich noch machen. Aber mit Captain Knickel habe ich so meine Auseinandersetzungen gehabt. Ganz absurde Sachen. Also schwerer Kampf ist ja, glaube ich, auch so gesehen der Endboss. Und die Schwierigkeit fand ich bis jetzt hauptsächlich, dass ich ständig das Gebiet während des Kampfes verlassen habe und meine Mannschaft dann gemeutert hat. Aber wir können noch mal eben zu Skurlock gehen, der hat nämlich Dailies für uns. Seht euch an. Lassen wir Skurlock mal eben aussprechen. Alle anderen Piraten. Aber vergesst nicht, dass ihr für mich arbeitet. Mein Vater
verschroben, wie er war, liebte seinen Sohn. Meinen älteren Bruder, den kleinen Prinzen. Er wurde mit Geschenken und Lob überschüttet. Ja, und so ist das mit dem Skirlock. Mich traf lediglich die Peitsche. Als meine Mutter starb, war mein Bruder am Boden zerstört. Mein mittelloser Vater wollte ihn mit Essen aufmuntern. Als er nichts fand, beschuldigte er mich des Diebstahls. Das war das letzte Mal, dass er mich schlug. Ich bin abgehauen, blickte nie zurück. Ach, die ein Zeit, Mann mit Status und getrunken, Macht. Aber sie hat trotzdem ihren Dienst getan. Vater starb einsam. Ich klick mal durch. So, also, was haben wir hier denn? Stil, exotische Waren. Können wir machen. Mache ich das Spiel mal wieder ein bisschen leiser, sonst knallt das gleich so mit krasser Lautstärke. Och, ich habe mein Auftragslimit beschafft. Erreicht. Beschafft, ey. So, ja. Zack. Schnupftabak können wir gleich besorgen. Ich glaube, das lohnt sich von der Zeit her schon gar nicht mehr. Und ich gucke noch mal eben in die Auftragsliste rein, weil ich habe hier noch so viel. Ach hier, guck mal, die können wir zum Beispiel abgeben. Wo muss ich es denn abgeben? Des korrupten Kompanieoffiziers. Zack. Lass mal eben kicken. Das wäre hier noch unentdeckt. Ey, krass. Den habe ich noch gar nicht. Da können wir tatsächlich noch mal anfahren. Ich muss sagen, ich war bisher sowieso relativ wenig hier an der Küste Afrikas unterwegs. Das wäre noch mal ein Gebiet, was ich dringend erkunden muss. Was haben wir sonst noch? Über Ozean. Ach, hier. Geisterschiff haben wir auch noch. Ich kann auch noch mal die, sag schnell, Seemonster-Daily machen. Und die will ich nicht aufgeben, weil ich da eigentlich immer noch die letzten beiden Sternkarten finden möchte. Für den Stuff hier. Auch wenn es natürlich Erfahrungspunkte technisch gar nicht mal mehr so viel dafür gibt. Sowas kannst du natürlich im Endgame auch immer noch machen. Ne? Ein bisschen die Quests immer noch abarbeiten. Klare Sache. Dailies gibt es ja auch immer noch. Hier ist, glaube ich, immer die Meerjungfrauen-Daily. Und also, ne, die Quest heißt so. Und die mit dem Wachtürmer abschießen oder so. Das geht natürlich auch alles so. Während wir warten, kann ich noch mal eben kicken, ob ich... ich war auch schon ewig nicht mehr beim Zimmermann. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen was herstellen. Siehst du? Zack. Und das könnte ich eigentlich auch dringend mal bauen, ne? Gut, dass mein Silber fast alle ist. Warte mal. Ja, gehen wir nochmal zurück zum Ruder. Mittlerweile müssten wir doch fast die Viertelstunde uns hier um die Ohren geschlagen haben. 10 Minuten. Gut. Dann können wir auch tatsächlich nochmal losreisen. Kurz in die Fracht gucken. Doch bestimmt noch irgendwas dabei. Guck mal hiervon. Ich weiß, es ist dusselig, aber ich brauche mal eben ein bisschen Kohle. Das verkaufen wir jetzt einfach mal eben an den Meistbietenden. Und dann können wir vielleicht wirklich noch mal eben da nach Afrika runterfahren und schlagen wir 2 Fliegen mit einer Klappe, machen wir so eine kleine Mini-Quest da fertig und... Hattet ihr eine gute Reise? Was will sie? Zack. Ja, ich weiß. Eigentlich mega die Geldverschwendung. So. Lass mal kicken. Da können wir nicht hinreisen. Aber von da aus ist es kürzer. Ich bin fauler Mensch und gebe deshalb immer gerne Geld für Schnellreisen aus. Wo bringt es dir mehr zuzuschauen? YouTube oder Twitch?
Das ist eigentlich relativ egal. Also Hauptchannel ist ja tatsächlich YouTube. Da ist auch immer wesentlich mehr los. Twitch habe ich irgendwie vor langer Zeit schon verpasst, den Anschluss zu bekommen, weil ich eine lange Zeit lang nur auf YouTube gestreamt habe. Warte mal, da mussten wir doch hin, ne? Ein geschliffener Granat. Warum wollten die? Das war sie, ne? Von daher, eigentlich ist es egal. Wie gesagt, YouTube auf jeden Fall der Hauptchannel sozusagen. Twitch macht sich mittlerweile, muss ich sagen. Also Twitch, es gab Zeiten, wo auf YouTube ne, irgendwie 50 bis 100 Leute zugeguckt haben und auf Twitch nur 3. Jetzt sind wir gerade bei über 30, was für meine Verhältnisse schon mega gut ist. Also von daher, um Twitch vielleicht ein bisschen ins Leben zu bringen, macht es vielleicht tatsächlich mehr Sinn, auf Twitch dabei zu sein, aber es ist euch eigentlich völlig überlassen. Da, wo ihr lieber gucken mögt, da guckt zu. Ich freue mich, wenn Leute dabei sind und ich freue mich auch, wenn nur 5 Leute zugucken. So, guck mal, diesen Schiffsfriedhof da, den habe ich immer aus der Ferne gesehen, aber mir war gar nicht bewusst, dass da ein Außenposten ist. Da ist ein Außenposten, Capelli. Tatsache. Da können wir die Punkte. Cool. Ja, haben wir uns den auch noch mal eben geholt. Das müsste doch jetzt eigentlich... Hier müsste doch der Quest-Heini sein. Da, Lieferkiste. Ich habe mir habe ich mir auch gar nicht da reingepackt. Aber egal, geht auch so. Damit haben wir das abgeschlossen. Gibt sogar noch ein bisschen schönen Stuff dazu. Und ein bisschen Kohle. Also von daher hat sich das doch gelohnt. Und wir haben auch ein bisschen Zeit totgeschlagen. Was ja auch gut ist. Was hat er hier noch? Okay, das lohnt sich fast gar nicht. Ach so, der Typ ist betrunken. Oh, was haben wir da? Die Wolf. Hat Morschglotze in Stufe 1 Abo geschenkt. Mensch, danke. Die Wolf hat mittlerweile 27 Abos auf dem Kanal verschenkt. Krass. Hab dich durch Skull and Bones entdeckt. Was für Spiele spielst du sonst? Also kanaltechnisch quer durch die Bank. Ich glaube... Groß geworden ist der Kanal damals so ein bisschen mit, auf YouTube jedenfalls, mit Division und Ghost Recon, vor allen Dingen Ghost Recon. Letzte große Hype war so mit Elden Ring. Privat spiele ich alles Mögliche. Privat spiele ich zurzeit zum Beispiel Sonic Superstars auf der Switch. Ja. Machst du nichts. Ist halt so. So. Haben wir den auch noch angenommen? Könnten wir sogar direkt mal eben gucken. Ich meine nämlich, buddel voll rum. Vino haben wir nämlich dabei. Wo muss der hin? Ja, den habe ich auch noch nicht, den Außenposten. Kann das sein? Mensch, das läuft ja gerade richtig gut. Müssen wir ein bisschen Wein an Bord nehmen. Ich wollte sowieso mal eben an die Fracht... Können wir das nämlich mal eben rüberpacken, das auch, zack, und können uns hier den Wein rausholen. 6 Stück brauchten wir, glaube ich. Ich glaube, die brauchst du nicht mal im Frachtraum haben, aber ist ja Latte. Dann fahren wir da auch nochmal eben rüber und dann müsste sich auch die nächste Gelegenheit darbieten. Ne, den haben wir nicht. Geil. Holen wir uns. Wie gesagt, irgendwie Küste von Afrika, die ist komplett an mir vorbeigegangen, weil ich relativ früh rüber auf die holländischen Inseln im chinesischen Meer da geschippert bin. Schlecki, hast du schon das Seamonster gemacht heute, das Seemonster? Nee, habe ich heute noch nicht. Muss ich aber noch, ich weiß.
meinen guten Freund, das Seemonster, müssen wir heute noch besuchen. Auch wenn das Seemonster, ehrlich gesagt, nicht wirklich Endgame-Content ist. Dafür ist es zu leicht. Dafür, das Seemonster in Season 1, kann ich jetzt schon mal sagen, wird größer, stärker und böser als das, das wir jetzt gerade haben. Einziger Wermutstropfen am neuen Seemonster meiner Meinung nach ist, dass es optisch dem jetzigen sehr ähnlich ist. Außer, dass es roter und größer ist. Ansonsten sind die beiden sich sehr ähnlich. Dafür dann ja aber in Season 2 der Mac, und ich kann es nicht oft genug sagen, auf den freue ich mich schon ganz besonders. Der Mac, das wird eine feine Sache. Das wird eine richtig feine Sache, da habe ich richtig Bock drauf. So. Denkst du bitte auch an die Leertaste? Ja, ich versuche an die Leertaste zu denken. Das ist echt, ich finde es immer noch, ich weiß nicht, ob ich es tragisch oder lustig finde, dass ich im Anfängerguide auf YouTube explizit auf die Leertaste hinweise, also auf das hier, auf die Deckung, und es selber im Spiel immer wieder vergesse. Immer wieder. Glaubst du, es kommen noch mehr Schiffe rein? Ja, komm, auf jeden Fall. Bei Season 1 bin ich mir nicht sicher. Ich meine, im Trailer ein Schiff gesehen zu haben, das wir so im Spiel noch nicht haben. Ich bin mir aber nicht sicher. Wo definitiv neue Schiffe kommen sollen, sind in Season 2, 3 und 4. Also da wird mit Sicherheit noch was kommen. So, haben wir den nächsten Lieferauftrag erledigt. Das gibt auch noch mal wieder ein bisschen Knete. Und einen neuen Außenposten, was auch sehr schön ist. Und hier jede Menge geilen Stuff. Dann können wir hier gleich noch mal gucken. Vielleicht gibt es hier auch noch mal einen schönen Lieferauftrag, mit dem ich noch irgendeinen Außenposten aufdecken kann, der mir bis jetzt fehlt. So, haben wir hier irgendwas, was da nicht hingehört? Bier können wir beiseite packen. Ab ins Lagerhaus. Rest ist gut. Aber das Seemonster ist aber auch eher Tutorial für den, was? MMO-Teil, dachte ich, quasi wie ein Dungeon. Ja, trotzdem finde ich es momentan noch, also dieses erste Seemonster, relativ einfach. Kann das Seemonster eigentlich auch die Hautschuppen droppen? Oder woher bekommt man die für die Rüstung? Die bekommst du von dem Seemonster aus Season 1. Siehst du, schreibt da auch schon jemand. Ja, Mensch, Morschglotze, da bist du auch jetzt dank D-Wolf Abonnent hier, wa? Auf Twitch. Auf Twitchy Twitch. Zack. Gut, der hat nichts dabei an Aufträgen, und auch ansonsten sieht es hier dezent auftragslos aus. Ich glaube, jetzt haben wir auch gleich die 10 Minuten rum. Dann können wir wieder ein bisschen Endgame-Gedöns machen. Aber man muss sich auch die Zwischenzeit ein bisschen um die Ohren schlagen. Könnt vielleicht nochmal schnell was kochen. Gucken wir mal, was der Offizier dabei hat. Salü. Ja. Ja, sprechen Sie sich aus. So, reden wir über das Geschäft. Was hat er denn dabei? Nicht wirklich nette Sachen. Okay. Denn, würde ich sagen, reisen wir mal eben schnell zurück nach St. Anne. Und gucken noch mal beim Ruder vorbei, um dann eben weiterzumachen. An der Stelle natürlich, wem es gefällt, ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr das Ganze mit einem Däumchen würdigt. Ihr wisst, Algorithmus und so hilft mir und dem Kanal natürlich sehr. So, feindliche Übernahme. Es ist eine feindliche Übernahme als Ereignis verfügbar. Gucken wir uns gleich an. Da haben wir direkt mehrere feindliche Übernahmen. Lass mal gucken, was haben wir denn? 30, 34. Das ist auch nicht schlecht. Stufe 3, Stufe 2. Stufe 3 wird natürlich schon ein bisschen happig. Ich würde sagen, wir nehmen die. Wir nehmen die. Wir können natürlich auch direkt... Ah, nee, wir nehmen die.
Wir nehmen die Stufe. Stufe Dingsbums ist, glaube ich, erstmal ganz okay. Und dann schauen wir mal eben. Ja, ich habe mich der feindlichen Übernahme angeschlossen. So kennt man mich. Die findet dort statt. Können wir auch wieder schön von der... Oder? Welche habe ich denn jetzt genommen? Um Gottes Willen. Die da, ne? Ja, die. Oh, fast zur falschen geriesen. Von der Obliette aus kommen wir auf jeden Fall gut hin. Zack. Ja, das ist ganz gut, Schlecki, weil hier keine Verzögerung ist. Stimmt, ja, das ist tatsächlich der Vorteil bei Twitch. Da gibt es keine Verzögerung im Stream. Auf YouTube ist der Stream immer um, ja, ich würde sagen, knapp 30 Sekunden verzögert. Kannst auch unterwegs auf die Ruderkarte gucken. Hier, ne? Genau. So. Ereignis geht los in 3 Minuten 40. Bisher bin ich allein. Das ist okay. Da vorne ist... Oder ist das schon... Nee, das ist schon da, wo wir hin müssen. Wir müssen uns einfach jetzt nur während der Zeit in das Gebiet begeben. Ich glaube sogar, wenn wir angekommen sind, startet das schon mehr oder weniger. Jedenfalls, wenn du der einzige Spieler bist. Ansonsten wartet man noch, bis die anderen Leute da sind. Und das ist dann jetzt eben so ein Teil, ein großer Teil des Endgames. Ne? Nach und nach eben... Die Ruderkarte sozusagen, also die Manufakturen ausbauen, dein Imperium vergrößern, um stetig Achterstücke zu generieren, was eben noch eine höhere Effizienz hat. Ja. Es läuft halt automatisch. Ich war gerade am Überlegen, ob es effizienter ist, als wenn man selber die Aufträge dann vom Ruder annimmt. Ich finde die Ruderaufträge... sind trotzdem noch sehr effektiv, weil du in der Regel ja immer mehrere Aufträge an einem und demselben Ort abschließen kannst und damit eben auch ordentlich Achtermünzen verdienen kannst. Ne? Die Quali ist meiner Meinung nach besser auf Twitch. Ist das tatsächlich so? Ja, also von daher, wie gesagt, ist ja letzten Endes jedem freigestellt, wo er gucken mag. Ich biete beides an. Habe ich auch vorhin gesagt, Hauptchannel bleibt natürlich YouTube. Aber ich versuche ja gerade, vielleicht hat man das auch gemerkt in letzter Zeit, so eine höhere Regelmäßigkeit in die Streams zu bringen. Um eben auch so Sachen wie Twitch und Co. ein bisschen zu beleben. So, 1 Minute 40. Wir warten jetzt hier einfach mal. Begib dich zur Zone, haben wir gemacht. Beitrittsstatus, haben wir auch einen Haken hinter. Und dann geht hier gleich so ein bisschen die Hölle ab. Ich weiß gar nicht genau, ich glaube, die Übernahme, wie lange läuft die immer? 10 Minuten? Hier die Profis, die wissen es doch bestimmt. Übernahme immer so roundabout 10 Minuten, glaube ich, wo du Welle um Welle an Gegnern abschießt. Sehen wir aber auch gleich. Sieben Minuten. Dankeschön. Siehst du, die. Gut, dass ich die Profis mit im Chat habe. Ich habe tatsächlich beim letzten Mal nicht wirklich drauf geachtet. Irgendwann läuft es ab und es kam mir so wie 10 Minuten vor. Es war auch solo ganz gut machbar, aber ich habe beim letzten Mal auch eine Stufe 1 Manufaktur übernommen. Da war es wirklich relativ easy, diese 7 Minuten da durchzustehen. Bist du oder ein anderer 100% erreicht? Okay. Ja, ungefähr so.
So, jetzt geht's Geschippe wieder los. Alle Manufakturen auf Rote Insel sind voll. Ich bin noch allein. Das ist gut. Dass er hier vor Ort ist, ist nicht gut. Aber soll er mal machen. Los geht's in 5 Sekunden. Guti. Schlecki hatte tatsächlich gehofft, dass du heute live kommst und zack, da war dann deine Stream-Ankündigung. Siehste, das ist doch gut. Ja, okay. Er geht natürlich sofort. Er ist ein bisschen Akku. So, hier ist meine wundervolle Samsana. Die liebe ich. Da brauche ich unbedingt nochmal die etwas bessere Version von. Weil die kann was. Oh, wo kommen sie denn her? Gerade so im Close Combat, finde ich, ist die echt ziemlich stark. Fahr. Ich muss gleich mal gucken, ob hier Wachtürme sind. Weiß was, ich schieße den. Da hinten ist auf jeden Fall ein Wachturm. Ja, der dürfte treffen. Jawohl. Na, guck mal, er kommt schon freiwillig näher. Wir braten trotzdem mal noch einen drauf. Sicher ist sicher. Oh. Gleich mal, ob wir uns vielleicht noch um die Türme ein bisschen kümmern. Sehr schön. Musketen, also diese ganzen Crew-Angriffe, die sind einfach so super strong. Ja, können wir auch noch mal probieren. Mit dem Entern habe ich es heute nicht so. Aber ist hier auch nicht so wichtig. Also hier ist tatsächlich einfach wichtig, irgendwie zu überleben. Hier kann man drauf gucken. Wir sind bei 38% jetzt. Von daher läuft ganz gut. Was? Oh, das ist aber unangenehm. Natürlich auch wieder mal so eine der wichtigsten Geschichten und ich habe nicht drauf geachtet, nicht genug Munition dabei. Für so eine Geschichte ja natürlich absolute Katastrophe. Aber wir kriegen das trotzdem. Solange für alle anderen Kanonen genug an Bord ist, gerade für die Bombarde, dann passt das schon. So. Und durch Entern und Co. Und die Leertaste ist wichtig. Danke, Andreas. Guck mal, die Leertaste, die habe ich schon wieder. Ich bin ein sehr offensiver Spieler. Ich gehe nicht in Deckung. Ich gehe lieber unter als in Deckung. Ja, sehr schön. Ja, schön auf die Samsana-Seite drehen. Zack, der sitzt auch. Ich glaube, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, ist hier auch noch ein anderer Spieler jetzt mit dabei. Bin mir aber nicht zu 100% sicher. Torpedos finde ich auch mega geil. Zwar ein bisschen schwer, mit denen zu treffen, aber wenn du mit denen triffst, dann rumpst es immer so schön. Nein, sag nicht, meine Samsana-Munition ist jetzt auch... Das kann nicht sein. Haben die mir welche geklaut beim Entern oder so?
Oh, Backe, ey. Peinlich, peinlich. Fährt er schön ohne Muni los. Ja, Captain Schleck, ey. Was willst du dazu noch sagen? Aber wir haben noch knapp 400 Schuss für die Bombarde. Damit schaffen wir es schon. Au, Backe, ey. Ja, der große Piratenfürst Schlecki LP, der nicht mal Munition mitnimmt, ey. Da 10 Kanonenkugeln haben wir. Hui. Gott sei Dank. Wo sind wir denn? Aber wir sind, guck mal, bei 78%. Wir kriegen das hin. Übernahme sollte auf jeden Fall klar gehen. Da konnten wir einmal schießen. Ja, in diesem Stream zeige ich euch, wie ihr ganz einfach, ohne Probleme, schön lecker eine Übernahme klar kriegt, ohne wirklich Munition dabei zu haben. Kein Thema. So, wir haben uns geschnappt. Mörser habe ich auch noch, ja. Ohne Deckung, ja, kann ich mir vorstellen, dass man ohne Deckung im PvP keine Chance hat. Vielleicht auch ein Grund, warum ich mich bisher meistens aus dem PvP ferngehalten habe. So. Da kommt noch ein Bösewicht. Da. Einer von denen heilt. Zack. Okay, schön mit dem Torpedo getroffen. Übernahme erfolgreich! Jawolli! Da haben wir es geschafft. Ein feindliches Schiff! Die haben wohl einen Gefallen eingefordert! Sehr gut! Ich glaube, die. Oder greifen sie doch noch an? Ja, sie greifen doch noch. Ich dachte, die verziehen sich einfach alle. Aber wenn er unbedingt will, dann machen wir ihn auch noch eben satt. Und dann müssen wir uns gleich dringend mal eben mit Munition ausstatten. So. Nur ist Ruhe im Karton. Zack. So, und damit haben wir hier jetzt auch die nächste Manufaktur am Laufen, was dann natürlich wiederum irgendwann das Problem wird. Deshalb hat das Ganze eben, ne, plündern tun wir jetzt nicht, deshalb hat das Ganze eben auch so einen leichten Wirtschaftsaspekt, das zeige ich euch gleich. Umso mehr Manufakturen ihr am Laufen habt, umso mehr Silber braucht ihr auch, um die Manufakturen am Laufen zu halten. Wo fahren wir denn hin? Oh, was haben wir hier denn? Ja, komm. Wir fahren erstmal wieder zurück zur Oubliette. Und das Seemonster müssen wir heute auch auf jeden Fall nochmal besuchen. Ist ja so. So, jetzt habe ich auch wieder Zeit, in den Chat zu gucken. Liebe das Spiel, ab wann ist man im Endgame? Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich ab dem Punkt würde ich sagen, wenn du die Story-Mission abgeschlossen hast. Oder wenn du die Story-Mission so, also Piratenfürst ist klar, Piratenfürst sollte man sein. Und wenn du in der Story-Mission so weit bist, dass du mit dem Ruder anfangen kannst, eben das zu tun, was ich jetzt gerade gemacht habe, die Manufakturen übernehmen, etc. pp., dann würde ich sagen, ist Endgame angesagt. So. Also wie gesagt, ganz am Anfang des Streams habe ich einmal so grob erklärt, was eigentlich alles mit zum Endgame zählt. Ich habe ja auch gesagt,
ein Teil des Endgames kommt ja jetzt auch erst mit den Seasons. Jede Season bringt neue Endgame-Inhalte, wie eben auch World-Events und so weiter und so fort, aber eben auch diese Kämpfe gegen die legendären Piraten. Das ist ja dann auch nochmal so das etwas andere Endgame. Jetzt momentan das Endgame ist tatsächlich sehr viel dieses Imperium aufbauen, ausbauen und da ein bisschen rumzuwirtschaften, um dann wiederum die Achterstücke oder die Sovereign-Münzen zu sammeln. So. Du hast aber das richtige Schiff dafür, habe ich letzten von Afrika Mitte bis Blutinsel Norden gegen 3 Brigantinen auf Level 11 gekämpft und meine Münzen gerettet und sogar einen versenkt. Das Ding mit der Schnau ist ganz einfach. Ich bin auch schon die ganze Zeit am Überlegen, ob ich nochmal ein Bild für die Schnau, also ein Video dazu mache. Die Brigantine generell ist ja das schnellste Schiff im Spiel. So. Schnelligkeit ist insofern wichtig, weil wenn du jetzt wirklich bei diesen Halsabschneider-Geschichten und so, ne, du bekommst die Beute und musst ja fliehen. Du musst ja dann in den Zielhafen kommen. Ist auch so gesehen Endgame. Also sagen wir mal, hier irgendwo kriegst du die Beute und du musst die Beute dann hier in den Zielhafen bringen. Wirst dann allen anderen Spielern auf der Map angezeigt. Die Spieler jagen dich und versuchen dir die Beute zu klauen. Ganz platt erklärt jetzt. Da ist natürlich wichtig, ein möglichst schnelles Schiff zu haben, damit du die anderen so ein bisschen outsailen kannst, also vor denen einfach wegkommst. Das geht mit der Brigantine sehr gut, weil die Brigantine das schnellste Schiff ist. Aber, und jetzt kommt das große Aber, weshalb ich persönlich die Schnau bevorzuge. Die Schnau, wenn wir uns die mal eben angucken. Hier, ne, das ist meine Schnau-Schnau, ist nicht ganz so schnell wie die Brigantine, ist aber trotzdem sehr schnell. Und ein Vorteil, den die Schnau gegenüber Brigantine und allen anderen Sachen hat, sind meiner Meinung nach zwei. Zum einen ist die Schnau sehr tanky, die hält ganz gut was aus. Und das finde ich noch eigentlich viel interessanter, wenn ihr gegen den Wind fahrt, verliert die Schnau weniger an Fahrt als alle anderen Schiffe. Das heißt, ich glaube sonst, lass mich nicht lügen, ist die Höchstgeschwindigkeit von der Schnau liegt bei 13 Knoten. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, 13, 14 Knoten. Wenn du gegen den Wind fährst, wirst du aber nur runtergebremst auf 12 bis 11. So, das heißt, gerade wenn du in so einer Verfolgersituation bist und der Wind dreht sich gegen dich, dann ist das schon mal immer sehr scheiße, weil die anderen dann eventuell aufholen können. Mit der Schnau bist du aber dann immer noch relativ schnell und kannst auch eine Brigantine ganz gut outzählen. Warum kann ich bei meiner Quest nur Silber und Ruhm bekommen und keine Waffen oder so? Kriegst du aber teilweise auch. Umso höher das Level der Manufakturen, desto mehr Silber, aber die Produktionszeit steigt auch mit steigendem Level, kommt auch noch hinzu. Schlecki, magst du 2 lange Neuner haben? Die habe ich über. Ja, why not? Why not? Das mache ich auch mit meiner Schnau, sobald ich die Karte habe, bekommt die keiner mehr. Ja, genau, das ist es nämlich. Ne? Also selbst eine Brigantine, die eigentlich schneller ist als die Schnau, kommt nicht hinter der Schnau hinterher, wenn ihr gegen den Wind segelt. Und das ist eben der große Vorteil an der Schnau. Und dazu hält sie eben auch noch relativ viel aus. Also selbst wenn euch Leute im Nacken sitzen, die euch vielleicht ein, zwei Mal treffen, steckt die Schnau das noch ganz gut weg und kann sie eben outzählen. Deshalb meiner Meinung nach die Schnau das beste Schiff fürs Mid- bis Endgame. Es gibt natürlich noch die, wie heißt sie noch, die vom Schwarzmarkt, die du für Achtermünzen kaufst, ist natürlich das stärkere Schiff. Trotzdem, dafür musst du halt viel farmen und warte mal, jetzt muss ich mal eben gucken.
Ich bin in der Bestenliste aufgestiegen, auf Platz 71.079. Halleluja. Das Schöne ist ja, was auch viel zu wenige Leute nutzen, wir haben ja den Codex und wir können einfach mal eben in den Codex gucken. Die Sambuke meinte ich natürlich. Die Sambuke gibt es noch, die natürlich nochmal um einiges vielleicht sogar stärker ist als die Schnau. Dafür musst du aber echt kämpfen, um das Ding zu kriegen. Von daher die Schnau, meine Empfehlung. Und wie gesagt, vielleicht gibt es da demnächst auch nochmal einen Sambuke, genau. Gibt es da auch nochmal ein kleines Bildvideo von mir, ey, heute habe ich es auch nicht so mit sprechen, ne? Von mir, weil ich der Meinung bin, dass selbst wenn du eben, ich bin ja auch noch nicht tippitoppi ausgerüstet, ne? Also meine Schnau, wir können uns die angucken. Hier, ne? Das ist alles noch relativ mittmäßig, was ich habe, also mittelmäßig. Auch die Panzerung, ich fahre immer noch mit der Eisernen Hülle 5 und nicht mit der Royal Custody oder wie die heißt. Schiffsverschönerung haben wir bekommen. Und selbst damit funktioniert dieses Prinzip aber schon ganz gut. Und das heißt, du kannst wirklich im Midgame dir eigentlich schon eine Schnau bauen, die wirklich locker bis ins Endgame ausreicht. So, und wenn du dann nämlich, also jetzt an meiner Stelle zum Beispiel, dann anfängst dir nach und nach, zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal bei meinen Waffen, habe ich ja eben schon gesagt, ich habe die Brandbombarde 2, jetzt wäre für mich der nächste Step, die bessere Brandbombarde mir zu farmen. Oder, ich spiele ja ziemlich gerne mit der Samsana, da gibt es auch noch eine dritte von, dafür brauchst du aber, glaube ich, auch wieder 8er-Münzen, gibt es nur über dem Schwarzmarkt, die könnte ich mir jetzt farmen, um da immer noch einen draufzustecken. Von daher, Schnau, auf jeden Fall schönes Schiff. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Was wollte ich denn jetzt überhaupt machen? Ich wollte zurück nach St. Anne. Aber erstmal reparieren wir hier eine Runde und dann düsen wir mal eben nach St. Anne und gucken da nochmal eben, was wir jetzt noch so machen können. Wir können auch gleich nochmal ein bisschen Stuff für das Ruder eigenhändig besorgen und ich kann nochmal eben in den Briefkasten gucken, weil wir haben Post. Wir sind wahrscheinlich eine Stufe aufgestiegen. Sohn der Freiheit, Piratenfürst. Dankeschön. Gucken wir mal rein. In den Truhen ist ja mal ganz netter Kram drinne. Öffnen. Ach, ich wollte gerade sagen. Oder? Warten Sie mal. Schiff verwalten. Waffen. Ach. Aber die Leopold, die ist schon ziemlich nice. Aber leider schlechter als Mörser 3. Also bleiben wir dabei, wie es ist. Brandbombarde, da könnten wir vielleicht auch nochmal gucken. Egal. Wir gucken jetzt erstmal eben beim Ruder vorbei und schauen, was wir da so angerichtet haben oder nicht angerichtet haben. Zack. Einmal beim Ruder vorbeigucken. Und da sehen wir, ich habe jetzt mittlerweile 2 Produktionsstätten. So. Und jetzt kommt nämlich der Part mit, wir brauchen Silber. Wir müssen die Manufakturen natürlich finanzieren. Also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel finanziere, das muss ich noch freischalten, muss ich Manufaktur auf Stufe 3 verbessern. Das geht wieder über die 8er-Münzen. Weißer Schädel rum, muss ich finanzieren, sind 500 Silber. Klingt jetzt erstmal nicht viel. Hier kann ich jetzt auch ein finanzieren, 600 Silber. So, das waren jetzt nur für diese Stufe 1 Geschichten, ne? Aber wie gesagt, die anderen Sachen, dazu müsste ich jetzt die Manufaktur verbessern. Ist jetzt erstmal nicht viel, aber wenn ihr dann überlegt, wenn du irgendwann wirklich hier jede Manufaktur mehr oder weniger übernommen hast, und das ist möglich, nächste Übernahmegelegenheit ist in 4 Minuten, das heißt, wir können uns gleich schon die nächste schnappen. Ich muss Munition herstellen, ganz, ganz wichtig. Dann wird es irgendwann wirklich teuer, weil du musst alle Manufakturen mit Silber am Laufen halten, musst nebenbei aber auch noch 8er-Stücke sammeln, um die Manufakturen zu verbessern, um dann wiederum mehr 8er-Stücke rauszukriegen. Also ihr seht schon, das Ganze bekommt so einen Loop einfach im Endgame, wodurch du immer was zu tun hast. Und das ist jetzt nur für die Rote Insel.
Um die Küste von Afrika mit all seinen Manufakturen freizuschalten, brauche ich 5000 Achterstücke. Um die niederländischen Inseln freizuschalten, brauche ich nochmal 5000 Achterstücke. So. Also hast du im Endgame, wenn du dein Imperium komplett ausbauen willst und damit dann ja letzten Endes auch in den Leaderboards wieder aufsteigen willst, was dir dann ja wiederum auch nochmal wieder die Sovereigns gibt und so weiter. Und wenn du in den Top Dröhn bist, kriegst du ja auch noch schöne optische Items, aber seien wir ehrlich, wer von uns kommt schon in die Top 8? Es ist mir zu viel Arbeit, möchte ich gar nicht. Aber ihr seht schon, also es ist auf jeden Fall viel zu tun, wenn man da wirklich Bock drauf hat, sich da richtig reinzufressen ins Endgame. Übrigens an der Stelle mal eben vielen, vielen Dank. 107 Leute auf YouTube. Erstmal vielen Dank an euch. Und was richtig insane ist, ich weiß gar nicht, was da passiert ist, 59 Leute auf Twitch. Das ist für meine Verhältnisse absolut crazy. Absolut crazy. Also vielen Dank, dass ihr bei mir ein bisschen zuschaut und mich auf meiner kleinen Piratenreise hier begleitet. Das ehrt mich sehr und ich nehme das auch nicht als selbstverständlich hin. Ich weiß gar nicht, was los ist auf Twitch, ey. Crazy. Aber natürlich auch YouTube wieder, wie alle letzten Streams, die wir hier gemacht haben, völlig, völlig crazy. Sodele, wir brauchen Munition und zwar Clap your hands, was da passiert? Erdnuckel, danke fürs Prime-Abo. Piu, vielen, vielen Dank. Und da klimpert es nochmal nach. Da wurde auch nochmal subscribed vom Teamchef. Teamchef hat vorhin ja sowieso, du hast mir hier schon mit Rat und Tat den Arsch gerettet. Danke dafür. Okay, Kanonenkugeln. Ey, ich habe so wenig Baupläne bis jetzt geholt. Ey, das ist eigentlich auch echt peinlich, ne? Aber Kanonenkugeln können wir herstellen. So, zack, die Eule. Kiste voller Kanonenkugeln haben wir. Kiste voller Mörserbomben brauchen wir. Können wir uns aber auch mal eben beim Versorgungshoshi kaufen. Ich brauche Torpedos hatten wir, ne? Ich muss mal eben kurz gucken. Torpedos haben wir noch ein paar. Mörserbomben haben wir ein paar. Bombarde, Kanonenkugeln haben wir jetzt reichlich. Bombarde würde ich gerne auch ein bisschen was mitnehmen. Nehmt genug Reparatursets mit, sonst leckt ihr irgendwann mehr als ein Nudelsieb. Bombarde. Ja, komm, kostet ja nicht so viel, ne? Torpedos brauche ich nicht immer. Brauche ich nicht so viel. Die schieße ich ja nun auch nicht so oft ab. Mörser genauso. Damit sind wir eigentlich ganz gut ausgestattet. Fracht verwalten. Das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Tschüssikowski, alles ins Lagerhaus. Essen sollte ausreichen. Und dann können wir jetzt nochmal zum Ruder, weil mittlerweile sollten die nächsten Übernahmegelegenheiten am Start sein. Ich gucke nochmal schnell rein. Also Übernahme in 40 Sekunden, so lange können wir eben hier bleiben. Dann kann ich nochmal eben in den Chat gucken. Können die nicht noch von anderen Spielern angegriffen werden? Sprich, man müsste die dann noch alle verteidigen, oder? Teamchef? Also ich weiß, dass Angriffe darauf stattfinden können. Ich weiß nur nicht, ob es NPCs oder andere Spieler sind. Könnten trotzdem noch ein paar mehr Däumchen da sein bei 118 Zuschauern auf YouTube. Ja, du, immer gerne. Ihr wisst, das supportet auf jeden Fall sehr. Jeder Daumen. Vanille, Kakao etc. muss man nur auf Karte schauen. Okay, da geht's jetzt erstmal hier los. Was haben wir da denn? Feindliche Übernahme. PvP, okay. PvP? War das eben auch alles PvP? Nee, ne? Soll ich das mal versuchen? Aber da werde ich bestimmt gnadenlos weggeballert. Habe ich bis jetzt noch nie gemacht, diese PvP-Geschichten.
Die werden nicht angegriffen, das PvP ist nur bei der Übernahme. Okay, sehr gut. Janita hat dir gezeigt, wie man schwimmt, hm? Okay. Jetzt geht's ins tiefe Wasser. Bisher bin ich alleine bei dem Ereignis. Ich hoffe, das bleibt auch so. So, guck mal, wir sind direkt vor der Tür. Haben aber auch noch reichlich Zeit. Ich fahr trotzdem schon mal rein. Ist immer PvP, also war eben quasi das, was ich eben gemacht habe, auch PvP. Weil ich habe die erste Übernahme, die ich gemacht habe, da war auch ein anderer Spieler dabei. Da haben wir jeder Spieler sie einem. Okay. Also wie gesagt, bei der ersten Übernahme, die ich gemacht habe, war auch ein anderer Spieler dabei. Ich hatte aber auch wirklich dann drauf geachtet, nicht auf den zu schießen. Und der hat auch nicht auf mich geschossen. Also war das einfach nur ein netter Spieler. Und ich habe dann auch das Ding tatsächlich eingenommen. Oder er hat vielleicht nicht dabei mitgemacht bei der Übernahme und hat einfach so geholfen. Ich weiß es nicht. Du kannst auch die Sachen random einnehmen, wenn du links bei den legendären Überfällen dabei bist. Okay. Ist immer PvP, wenn was eingenommen werden soll. Also immer schön schauen, ob man alleine ist. Mir ist schon passiert, dass wer gekommen ist, aber habe genug Punkte gesammelt, dass er es nicht bekommen hat. Okay. Okay, okay, okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ich habe übrigens einen Hype Train verpasst. Sehe ich gerade. Der Hype Train ist schon lange abgefahren. Viel Glück beim nächsten Mal. Gar nicht mitbekommen. Warum hatte. Das ist wieder der Twitch Pro. Ich sag ja, irgendwie Twitch ist Zeit meiner YouTube-Zeit immer völlig an mir vorbeigegangen. Habe ich einen Hype Train verpasst? Oh mein Gott. Naja, shit happens. Moin, das ist ein Schreibfehler im Streamtitel. Hat man dir bestimmt schon geschrieben? Nee. Echt? Habe ich da einen Schreibfehler reingehauen? Ab ins Endgame. Oh, Backe. Kinners. Streaminfo bearbeiten. Danke. Du bist der Erste, dem es aufgefallen ist. Beziehungsweise der es mir gesagt hat. So. Bearbeiten. Endgame. Meine Güte. Ich hoffe zumindest, dass ich auf YouTube das Thumbnail richtig benannt habe. So. Also. Sind wir weiterhin alleine? Ja. Da denken sich die anderen Spieler auch. Da ist die starke Schnau. Da gehen wir lieber nicht hin. Es gibt eine Gegenmission, Koop sozusagen. Wenn du kein PvP machen magst, ist die blaue Mission. Okay. Guck mal. Das passiert nämlich, wenn du eine nette Community hast, die dich dann tatsächlich auch ein bisschen bei deinem Endgame-Stream unterstützt. Oh nein. Ja, ich bin allein. Ich bin ganz alleine hier. 2 Minuten noch, da kommt keiner mehr. Wenn alle in deiner Welt die schon haben, bist du oft allein bei der Übernahme. Okay, das ist beruhigend. Sehr beruhigend. Wer liest schon Streamtitel? Ja. Ja, aber ich bin da trotzdem. Was das angeht, bin ich irgendwie dann doch so Perfektionist. Das ertrage ich nicht, wenn ich da selber einen Schreibfehler reingehauen habe. Es wäre nice, wenn in Zukunft die Möglichkeit zur Erstellung eines Clans entsteht. Ja, stimmt. Habe ich auch schon gedacht. Das fehlt irgendwie so ein bisschen, ne? Und was ich auch schon oft gelesen habe und was ich persönlich auch noch nice finde, wobei ich noch nicht weiß, wie man es integrieren will, wenn man die Möglichkeit hätte, sich seine eigene Crew zusammenzustellen. Also jetzt aus NPCs von mir aus, ja, die vielleicht dann auch alle noch gewisse Werte mit aufs Schiff bringen, aber ich glaube, das ist so eine krasse oder wäre so eine krasse Gameplay-Änderung, dass das wahrscheinlich nicht stattfinden wird. Fände ich nice. Oder wenn ich zumindest mir aussuchen könnte, wer da auf dem Schiff rumläuft. Momentan kannst du ja nur die Kleidung der Leute ändern. Soll kommen, wurde auch schon angekündigt. Siehste. Ich würde dir raten, schau, dass du in einem Gebiet alle voll bekommst. Habe rechts unten angefangen, da mal alles voll gemacht. Hab alle
Hab mittlerweile alle bei mir. Ist es nur mehr warten und abholen und upgraden. Okay. Nein! Okay, aber der macht nicht mit, ne? Der ist ja nicht beigetreten bei mir. Der fährt hier jetzt hoffentlich nur so rum. Geh weg. Geh einfach weg. Ich hab hier gleich zu tun. Geh einfach. Fahr weiter. Hier gibt's nichts zu sehen. So, ich bleib mal hier hinten. Er macht ja jetzt bei dem Event nicht mit. Heißt das, dass... Dann kann ich ihn wahrscheinlich auch nicht angreifen, oder? Weil ich will ja jetzt mit ihm auch keinen Stress haben da. Also der soll sein Business machen, ich mach meins. Ich bin doch ein friedlicher Pirat. Ich beschieße doch keine anderen Piraten. Oder will er plündern? Oh, Torpedos! Ja, die schluck ich. Die schluck ich mal eben so weg, die Torpedos. Oh, das gibt einen Bums. Nein, PvP geht nur. Okay, gut. Also, dann kann ich ihm hier nichts tun, ja? Ist ja auch eigentlich egal. Ich fülle ja meine Leiste hier auf. Das heißt, ich muss eigentlich... Eigentlich ist das doch gerade ganz gut für mich, weil er macht ja die ganzen Gegner weg. Wenn alle in deiner Welt... Achso, das hatten wir schon. Der ist nicht dabei. Wenn er dabei ist, wird er beim Namen oben rot markiert. Der holt sich nur die Achtermünzen. Okay. Gut. Dann ist ja alles cool. Dann brauche ich ja nichts befürchten hier. Dann können wir ja jetzt ein bisschen mitmischen. Einmal weggerannt, das Ding, ey. Türme sind hier auch. Kann ich auch ein bisschen drauf schießen. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen, oder? Jetzt werden sie ja aufmerksam. Ist aber egal, oder? Ja, immer feste drauf hier. Spuk ist, glaube ich, gleich auch schon vorbei, ne? Ja, 50%. Und ich kann ja tatsächlich auch hier ein bisschen wegfahren. Mich einfach nur um die Schiffe kümmern. Ist aber... sind sehr low-levelig hier, ne? Die eben bei der Übernahme... die waren alle Level 10. Ich habe jetzt aber eben auch gar nicht drauf geachtet, welche Stufe die Übernahme hier ist. Aber nicht hier rausfahren. Oh, schön drüber geschossen. Zu klein das Boot. Den haben wir. Mörser auf die Türme, stimmt. Da war doch rum im Spiel. Können wir gleich noch machen. Ist auch eine Sache, ähnlich wie mit dem Entdeckung gehen. Ich vergesse immer ein bisschen, dass ich Mörser besitze. Schön, alle auf einen Haufen hier, ey. Ist weg. Oh, warte mal. Booms.
wo kommt ihr denn her? Kaputt. Ja, 85% gleich. Auch wieder easy Übernahme. Damit baut sich das Imperium wird größer. Sagen wir es so. So, der Turm ist weg. Da haben wir noch ein bisschen was. Und wir sammeln diesmal ganz gut auch Stuff ein. Das ist doch so nett. Und oh, der ist auch hinüber. Na komm. Da haben wir es. Übernahme erfolgreich. Sehr schön. Sehr gut. So, nun habe ich auch wieder Zeit, in den Chat zu gucken. Du hast da einen Toten am Mast. Ja, ist so. Warte mal, wie kann man den denn nochmal eben... Welcher Knopf war denn das noch? Da habe ich die Meerjungfrau... Und den Toten am Mast, wo kommt man den denn noch sehen? Können wir uns sonst gleich in der City nochmal angucken. Ich weiß gar nicht, habe ich den überhaupt noch dran? Welches Schiff ist das? Das Level 5, das erste in der Reihe, das ist die Schnau hier. Ist das Spiel eher für Einzelspieler? Nee, es ist ein Vogelnest. Ah, okay, warte. Es ist tatsächlich, es ist ein Multiplayer-Spiel. Eigentlich ist es, geht es so ein bisschen in Richtung MMO. Du kannst es auch gut alleine, also solo spielen, sieht man hier ja gerade, aber du bist eben ständig online und es sind auch, was? Schlecki, dich zu suchen ist die Hölle. Ja, sorry. Also du hast eigentlich ständig... Durchgehend auch andere Spieler, die mit in dieser Welt unterwegs sind. Sodele. Wir risen nochmal. Erstmal kümmern wir uns mal ein bisschen um die Fracht. Weil so viel ist da gar nicht, was wir verfrachten können. Zack. Alles einmal rüber. Können wir nochmal eben an die Kochstelle gehen. Sofern die... Oh, warte mal, Kanonenkugeln. Immer wichtig, selbst wenn es nur wenige sind. Man hat ja vorhin gesehen, was passiert, wenn man nicht jede Kanonenkugel mitnimmt. Dann stehst du doof da. Wo ist denn hier das Feuer? So weit wollte ich jetzt eigentlich gar nicht laufen, um hier mein Essen zu kochen. Aber Wasser. Wasser können wir schon mal mitnehmen. Und ich mache gleich einmal eben natürlich das... Verschönerungsmenü auf, hätte ich fast gesagt. Dann kann ich dir gleich mal in meinem Piratennest zeigen mit dem Skeletttypen da drin. Ich weiß gerade auch, ich finde gerade dieses blöde Kochding nicht, ist auch egal. Zack, also. Schiff verwalten. Oh, was haben wir da? Benity, danke fürs Prime-Abo. Vielen, vielen Dank. Also, mal eben reparieren. Und jetzt Schiff verwalten. Schiffsverschönerung. Und dann haben wir hier, wo ist der Mast? Da, Vogelnest. Das Ding ist das. Die ewige Wacht. Set Ashen Corsair. Ui, verbergen. Können wir das ein bisschen drehen? Nee. Nee. Nee, nee, nee. Ashen Corsair. Da, von dem Set hier ist das. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, war das nicht sogar Deluxe Edition oder Ultimate Edition, wie die Edition hier hieß, Inhalt davon. Na, er rockt ja auch, ne? Freigeschaltet durch den Abschluss von die Ashen Corsair. Okay.
Da hast du auf jeden Fall, da hast du einmal den hier, den Skeletttypen im Vogelnest. Hast hier nochmal so einen Kollegen, der dann da an deinem Mast rumhängt. Das ist das Steuer. Das habe ich sogar aktuell angelegt mit den Totenköpfen oben drauf. Hinten hast du dieses schöne Teil. Dann gibt es hier noch das als Galeonsfigur, den Skelett-Hoshi für dein Segel. Die Dinger hier, die auch nett eigentlich, den Skelett-Kompass, Skelettarm-Kompass. Das hat man noch. Und dann gibt es hier noch ein bisschen Färbung dazu. Den Abschluss von die Ashen Corsair. Okay. Ich muss sagen, ich bevorzuge aber momentan so ein bisschen mehr. Kam es hier raus? Genau. Das Set hier. Gefällt mir irgendwie ein bisschen besser. Finde ich ganz geil. Premium Edition, ne? Sind die Inhalte, ja. Genau. Schlecki, wegen langen Neunern müsstest mich bei... Ja, ich guck mal eben. Beim letzten Mal hat das mit dem Ubisoft-Annehmen ja irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Ich guck mal, ob es heute geht. Annehmen. Haben wir. Jetzt noch die Frage. Zack. So. Ja, konnte auch gerade keiner. Konnte keiner sehen. Ich werde noch mal eben nach St. Anne reisen. Damit wir da noch mal im Geschäftliches klären können. Vielleicht können wir gleich sogar eine kleine Rundreise schon mal machen und die ersten Achterstücke einsammeln. Müsste sich ja eigentlich mittlerweile ein bisschen was getan haben. So. Also. Hier können wir mal eben wieder zurück ins Ruder gehen. Weil wir müssen natürlich unsere ganzen Produktions... Was jetzt ein bisschen doof ist, das schrieb, glaube ich, auch vorhin einer. Ich habe jetzt hier zwei Manufakturen und die dritte, die ist da hinten am Arsch der Welt. Es wäre smarter tatsächlich, sich die hier noch zu holen zum Beispiel. Dass man halt wirklich so in einer Runde das Ganze abfahren kann. Jetzt habe ich zwei hier und die andere ist ein ganzes Stück weit entfernt. Ach, ich bin jetzt in einer Gruppe gejoint und deshalb bin ich bei mir rausgeflogen. Na gut. Kriegen wir gleich noch hin. So. Wie viele mussten heute dran glauben? Wo ist er denn? Ich bleib mal einfach hier am Ufer stehen, oder? Du musst dir alle holen. Ja, letzten Endes muss ich mir natürlich alle holen. Hier so. Brrrt. Aber es wäre vielleicht wirklich smarter, wenn man versucht, halt das so ein bisschen mit System zu machen. Weißt du, nicht eine da, eine da, eine da. Sondern erstmal von mir aus hier die drei, dann den, dann den. Dann gehst du hier langsam hin, den, den, den. Nur sie werden ja auch nicht immer in genau dieser Reihenfolge angeboten. Aber das wäre, glaube ich, wirklich so der smarteste Weg, weil du musst ja immer da vorbeifahren und dir deine Münzen abholen. So, wir haben noch hier, haben wir noch finanziert für die nächste Zeit. Jetzt nehmen wir erstmal an. Zack. Was kann ich dir denn dafür geben? Ich habe noch nie mit einem anderen Spieler gehandelt, ehrlich gesagt. Was möchtest du denn haben? Ich kann dir Kokosnüsse anbieten. Ich hab sonst nichts. Eher bestätigen. Ja. Was kann ich dir denn geben dafür? Das, hat das jetzt geklappt? Handel wurde abgebrochen. Ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Habe noch nie mit anderen gehandelt. Kann ich dir irgendwas Gutes tun dafür? Alles gut, okay. Zack. Ich packe eine Kokosnuss rein. Ich werfe eine Kokosnuss ins Gefecht.
Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für die langen Neuner. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wo man die herkriegt. Warte mal, kann ich dir. Habe ich hier irgendwas Schönes in meinem Rad, wie ich dir danken kann? Was ist das? Danke. Vielen, vielen Dank. Echt. Dankeschön. Ich würde aber tatsächlich jetzt aus der Gruppe wieder austreten, um den Stream weiterzumachen. Trotzdem herzlichen Dank dafür. Zack, einmal raus. Und dann machen wir nämlich jetzt da weiter, wo wir eben aufgehört haben. Beim Ruder. Ich muss ja noch hier was finanzieren. Wir müssen ja noch den neuen Part, den da, die neue Manufaktur. Also wirklich, Tobi, nochmal herzlichen Dank dafür. Total nice. Kriegt man von Skurlock nach der Hauptstory. Okay. Also, das hier können wir finanzieren. Haben wir auch für 30 Minuten finanziert. Und um jetzt weiter aufzuleveln, bräuchte ich eigentlich 8er-Stücke. Also, vielleicht wäre es sogar ganz sinnvoll, wenn ich hier jetzt nochmal wieder so ein paar Aufträge annehmen würde, um mir nebenbei ein bisschen was zu verdienen, damit ich dann diese Manufakturen wieder aufwerten kann. Die Niners sind einiges wert. 4000 Zuckerrohren für die Upgrades, ein paar 8er-Münzen. Das ist ein episches Geschenk. Okay, dann echt vielen, vielen, vielen Dank. Alter, womit habe ich das denn verdient? Also, heftig. Gucken wir uns die Dinger mal an, wa? Schiff verwalten. Crazy. Die würde ich mir tatsächlich hier an die Seiten dran basteln. Skurlocks lange Neuner. Krasse Sache. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, sind... Oh, ey, und ich habe dir nur eine Kokosnuss dafür gegeben. Das ist mir jetzt echt ein bisschen unangenehm. Eieieiei. Herzlichen Dank nochmal dafür. Die probieren wir gleich mal aus. Crazy. Was sind denn das überhaupt für welche? Das sind lange Neuner. Für die schönen Videos. Ey, vielen, vielen Dank. Echt. Krass. Weiß gar nicht, was ich sagen soll. Heftig. Die machen aus dem Mast ordentlich Kleinholz. Junge, Junge. Und hin. Du hast noch 8 lange Neuner. Wie hast du das denn hinbekommen? Das ist ja völlig verrückt. Crazy. Okay, gut. Also, wir haben 6 Minuten bis zur nächsten Übernahme. Ich bin aber fast geneigt, mir vielleicht jetzt doch nochmal irgendwie, also doch nochmal eben was anderes zu machen. Das Grundprinzip, also für die, die es jetzt noch nicht kannten, das Grundprinzip des Endgames dürfte man ja jetzt so ein bisschen verstanden haben. Also, wie gesagt, natürlich, ihr habt die, die World Events, die natürlich jederzeit stattfinden, was auch mehr oder weniger ja Endgame ist. Ihr habt das PvP, ihr habt die Cutthroat- oder Halsabschneider-Geschichten, die halt jederzeit aufploppen, aber der Großteil des Endgames ist tatsächlich das hier, um eben die Achtermünzen bzw. die Sovereigns zu verdienen für den Schwarzmarkt. Und daraus besteht dann eben tatsächlich zurzeit bis zum Start der Season noch ganz viel vom Endgame. Alter, bist in den Top 100 im Spiel, das ist ja absolut krass. Wird Schlecki von Ubisoft bezahlt? Ist er ein Ubisoft-Content-Creator, weil er das Game rauf und runter zockt? Nein, wird er nicht. Das ist auch schon wieder so geil. Dasselbe gab es ja, dieselbe Diskussion gab es ja damals schon bei Breakpoint. Ja, ich bin Ubisoft-Partner, so, also nett, aber nur in dem Sinne, dass ich eben in den Playtests von Skull and Bones mit drinne war und das aber auch nur, weil ich mich für dieses Spiel interessiert habe, eben schon seit längerer Zeit und es während der Playtests schon gut fand und es mir Spaß gemacht hat. So, das Einzige,
worauf du dann eben Zugriff hast, wenn du sozusagen Content Creator da bist, also Ubisoft Partner oder wie man auch immer das nennt, ist, dass du eben vorab, also diese Playtests mitgemacht hast, in den Betas mit drinne warst. Und was ich bekommen habe, war eben für meine Community, also da auch nochmal danke an Ubisoft, Keys, die ich in meiner Community verlosen durfte. Bezahlt, wenn ich dafür bezahlt werden würde, ach, das wäre so schön, wenn ich für sowas bezahlt werden würde, werde ich aber nicht. Ich mache es tatsächlich aus freien Stücken, weil mir das Spiel Spaß macht. Tut mir ja leid, ich weiß, vielen Leuten gefällt's nicht. Genau, aber Schlecki, der Laster mit Gold steht doch vor deiner Tür. Psst. Der steht da schon seit Breakpoint. Habe ich bis heute noch nicht aufgemacht, den Laster voller Gold. Nee, ich spiele es tatsächlich, weil es mir Spaß macht. Sorry, ey. Kann ja nichts für. Aber ich habe ja auch schon gesagt, für mich ist das Ding einfach ein gutes Feierabendspiel. So, ich bin vielleicht zu alt, weiß ich nicht, um in meinem Leben täglich 6 bis 8 Stunden vor einem Bildschirm zu sitzen und für 1 bis 3 Stunden, na nicht mal, so viel Zeit habe ich ja nicht mal, alle paar Tage hier mal einen 3-Stunden-Stream zu machen oder einen 2-Stunden-Stream, dafür ist es für mich genau richtig. Und da macht es mir auch Spaß und dadurch nutzt sich das Ding für mich auch nicht so sehr ab. So, that's all. Und nein, bezahlt werde ich nicht. Tut mir leid. Also tut mir vor allen Dingen für mich leid, dass ich dafür nicht bezahlt werde. Wäre schön. Nach der 1. Million macht man das gerne gratis. Psst. Psst. Ach, das wäre so geil. Ja, nee, ist aber tatsächlich nicht so. Ich mache es tatsächlich, weil es mir Spaß macht. Also, was ich eigentlich machen wollte, bis wir abgeschweift sind, ich würde mir gerne Bombarde, und zwar die Brandbombarde 3 holen. Aber dafür brauche ich 8er-Münzen. Also ist eigentlich das, was ich gerade tue, eigentlich gut. Mons Mac 2 könnten wir uns auch holen. Ist aber die Brandbombarde ist einfach die beste. Die Brandbombarde ist die beste. Kannst du sagen, was du willst. Also brauchen wir 8er-Münzen. Also ist das, was wir gerade tun, eigentlich schon ziemlich gut. Was? Mich regt das auf, dass du keine Kommunikation hast. Was? Wie? Ich habe keine Kommunikation. Habe ich was verpasst? Ach so, im Spiel. Du meinst mich nicht. Dachte gerade. Well. Kommt aber mit Sicherheit noch. Also ich glaube, dieses Chat-System, das funktioniert ja momentan eh noch nicht so richtig. Das wird aber, da wird noch was kommen. Und wenn denn wirklich irgendwann mal so ein Clan-Feature kommt, ich glaube, das würde dem Spiel sehr, sehr gut tun. Wie viel müssen wir noch warten? 1 Minute müssen wir noch warten, dann können wir noch mal hier, können wir noch mal zuschlagen. Das machen wir auch gleich noch mal. Ingame, ja, sorry. Ich war gerade noch so, ich war gedanklich gerade noch bei meinem Goldlaster von Ubisoft, der da draußen irgendwo steht. Brandbombarde habe ich 5-mal von den Truhen bekommen, die du bei Level-Ups bekommst. Krass, ey. Habe ich noch gar keine bekommen. Die Dardanellenbombarde macht ein bisschen mehr Damage als die Brandbombarde. Die Dardanellen. Dum, 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 dum. Codex. Beste Geschichte im ganzen Spiel. Dardanellenbombarde. Da! Brauche ich aber auch 8er-Münzen für. Oder muss ich Glück haben, dass ich sie gedroppt bekomme? Game hat mich gerade. Achso, ihr seid da noch. Ihr verabredet euch da gerade noch. Okay. Ah, herrlicher Stream heute schon wieder. Ey, wenn es euch gefällt, wie gesagt, gerne einen Daumen da lassen. Oder auf Twitch, weiß ich nicht. Lasst doch mal ein Follow da oder so. Ich weiß nicht, wie man es da nennt. Was haben wir hier? Palisadenbucht. Oh, die ist so schön in der Nähe. Und legendärer Überfall geht auch noch ab. Was ist ein legendärer Überfall? Da. Was ist das? Oh. Kann man das... Wollen wir das mal machen? Das ist so ein blaues Ding. Da habt ihr ja gesagt, das ist ohne PvP. Dann machen wir das einfach mal. So.
Mal eben gucken, habe ich genug Munition dabei? Sollte reichen. Sollte alles reichen. Sieht gut aus, sieht gut aus. Essen haben wir auch noch ein bisschen. Wir können auch mal eben die Kokosnüsse braten. Ist vielleicht auch nicht so schlecht. Twitch ist doof, ja. Damit bekommst du eine Manufaktur. Okay, let's go. Das machen wir. Was ich übrigens für YouTube noch gedacht habe, werde ich nächste Woche vielleicht mal machen. Ich weiß nicht, ob das interessant ist oder nicht. Ich finde es immer ganz interessant aus diversen Gründen. Wir haben ja den Ingame-Shop für Echtgeld. Ich weiß, das ist für viele immer ein rotes Tuch. Ich habe mir aber gedacht, dass ich, weil der wird ja alle paar Tage mal einmal die Woche geupdatet, dass ich einmal die Woche immer auf YouTube so ein kleines Shop-Update-Video mache, wo ich einmal zeige, was es gerade aktuell im Shop gibt, wie das Ganze aussieht, ne, was meine Meinung vielleicht dazu ist, was ich ganz schick finde, was ich weniger schick finde und vor allen Dingen, was viele ja, glaube ich, noch gar nicht mitbekommen haben, es gibt immer zwei Dinge im Shop, die findet ihr ganz hinten, diese beiden Sachen, diese Woche zum Beispiel, die ihr entweder für Echtgeld oder für Ingame-Silber kaufen könnt. Und dafür ist es dann vielleicht noch ganz interessant. Schlecki, willst du noch zwei Brandbomben? Oh, Alter, jetzt meinst du es aber echt zu gut mit mir. Ich würde nicht Nein sagen. Also wenn du es machen würdest, dann bist du echt der Hero of the Stream heute. Kriegen wir das noch hin? Wie viel Zeit habe ich noch, bis ich da sein muss? 3 Minuten muss ich da sein. Also, ich bin da. Siehst du, ich werde nochmal an den Fragenden von vorhin, ich werde nicht von Ubisoft bezahlt, ich werde von der lieben Community bezahlt mit Ingame-Waffen und nicht mit Gold von Ubisoft. Ansonsten machen wir es nach dem Überfall. Der Ingame-Shop ist kein rotes Tuch, weil du dir keine Vorteile erkaufen kannst. Für Cosmetics ist noch kein Spielhersteller totgehatet worden. Ja, aber für viele ist es trotzdem immer so. Also nicht nur hier, sondern auch in anderen Spielen, dass selbst für Cosmetics aus dem Shop der Hass gilt dem Pay-to-Win-System. Ja, 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 das stimmt schon. Aber trotzdem wird auch sowas gerne mal kritisiert. Und die Entwickler werden dann, es mag ja auch so sein, ich weiß es nicht, werden dann halt als gierig oder so dargestellt. Wie gesagt, für mich, ich finde es auch nicht dramatisch. Also ich würde jetzt erstmal eben den Event machen. Ich finde es auch nicht dramatisch, solange es sich wirklich nur auf Cosmetics bezieht. Weil da ist ja jedem letzten Endes freigestellt. Will ich es haben oder will ich es nicht haben? Na, bringt dir keine Vorteile im Spiel, lässt dich vielleicht irgendwie ein bisschen nicer aussehen. Ich habe mir ja auch schon Stuff gekauft, also zum Beispiel hier, kann ich euch sonst gleich gerne auch mal zeigen, wenn wir wieder am Hafen sind. Auf jeden Fall dieser Todesengel, nenne ich ihn mal. Tobi, ich nehme dich gleich an, ich mache mal eben kurz den Event, dann machen wir das. Diesen Todesengel auf meinen Segeln, der ist tatsächlich aus dem Paket, das ich mir letzte Woche gekauft habe, was ich auch dabei habe, da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Hier, der erste Offizier Schnurrhaar, den fand ich einfach zu geil. Den habe ich mir auch geholt. Aber letzten Endes, es ist alles optischer Stuff, den andere Spieler zum Teil ja nicht mal sehen. Also meine Kapitänskajüte, ey, mit dem Sprechen, wir lernen das noch. Meine Kapitänsuniform, die ist auch aus dem Shop. Das ist eine Sache, die sehen andere Spieler. Meinen ersten Offizier Schnurrhaar hier, den sehe nur ich. Und für mich war das okay. Ich habe dafür Geld ausgegeben. Mir macht das Freude, dass da die olle Katze mit dem Holzbein sitzt. Nett, ich finde das gut so. Und für mir war es das wert. So. Aber letzten Endes ist keiner gezwungen, da was zu holen. Und deshalb finde ich es auch nicht weiter verwerflich. Und meine Idee war halt einmal die Woche irgendwie einmal eben zu zeigen, was es gerade so im Shop gibt, insbesondere eben diese beiden, ich sag mal, Ingame Währungsgeschichten, weil das sind teilweise wirklich interessante Sachen. Also zum Beispiel die Farbe hier,
die mein Schiff hat, ist eine von denen aus dem Shop. Das ist dieses Smaragdgrün oder so. Die finde ich nämlich mega nice. Und die kannst du dir zurzeit eben noch für Ingame-Silber einfach im Shop kaufen. Und ich finde, die sieht geil aus. Ich habe die Katze auch, finde die super. Die Katze ist mega. Die Katze ist... Meine hat auch keinen Hut. Meine hat einen, ja, hier. Ist ein Einauge und hat ein Holzbein. Versenke das Schiff mit der vom Ruder begehrten Fracht und nimm sie an dich. Und dann? Werde ich dann von den anderen Spielern gejagt? Oder wie ist das? Da! Warte. Das sind sie, ne? Die da vorne. Das sind die Bösewichter, die wir schnappen müssen. Glaube ich. Bin ganz alleine, oder? Ja. Ah, gut. Sind die das, die ich jagen muss? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Da ist auf jeden Fall ein Schiff dabei, das sieht sehr goldig aus. Das da, das ist auffällig. Das ist es, okay. Keine Ahnung, ob ich das schaffe. Bölzen wir mal drauf. Vielleicht erstmal die Beischiffe wegmachen, macht das Sinn? Immer feste drauf. Ach, wir haben ja jetzt auch die Skurlocks 9er dabei, fällt mir gerade ein. Können wir ja mal fein ausprobieren hier. Können wir vielleicht mal einmal in dieses Segel reinschießen. Oh, fuck. Das habe ich so oft, dass ich mich verklick und statt den Musketen dann das Fernrohr auspack. So, wir bolzen mal auf alles drauf. Musketis. Mit Schnorr bist du das Meterschiff. Ist echt so, ne? Schnorr als ersten Offizier und... Dir kann nichts mehr passieren in diesem Spiel. Ah, die habe ich richtig schön versemmelt, die beiden Schüsse. Das Hauptschiff ist wichtig und achte auch auf den Timer, okay. Also aufs Hauptschiff konzentrieren, meint ihr? Dann nehmen wir das mal unter Beschuss. Muskidis. Immer feste drauf. So viel. Nochmal Musketen. Okay, sehr gut. Dem heizen wir richtig ein. Aber das wird halt auch geheilt von den anderen Schiffen, ne? Nochmal Musketen. Aber das kriegen wir platt. Das kriegen wir schon platt. Alter, die Neuner, die bolzen aber richtig rein. Fahr!
es läuft. Fahr, gib Gas. Dann haben wir einen guten Musketenschuss. Ein guter Treffer. Ich bin auch gleich wieder im Chat zugegen. Aber hier brauchen wir mal eben Concentration. Der erste Offizier Schnurrhaar und ich. Musketen, damit müsste doch jetzt eigentlich gleich hier Schluss sein. Der ist doch fast schon enterbereit, der Kollege. Gas. Voll versemmelt. Gib Gas, Mann, Randa! Na komm. Ich weiß gar nicht, kann man den überhaupt entern? Ja. Hamin! Nice! Leertaste nicht vergessen. Habe ich die ganze Zeit vergessen. Ich werde es in diesem Leben nicht mehr hinbekommen. So, bring die Beute ins Versteck. Du hast nur einen Versuch. Okay. In welches Versteck? Ja, heilt mich doch einfach mal. Danke dafür, ey. Königlicher Verwalter. Nice! Das war guter Loot, oder? Das Hauptschiff ist wichtig und achte auf den Timer oben. Okay, jetzt habe ich 8 Minuten sozusagen, um den Scheiß hier abzugeben. Und währenddessen wollen mich Level 3 Schiffe töten. Gut. Damit kann ich leben. Okay. Wir markieren uns das mal eben auf der Map. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Kann ich gerade nicht markieren. Ich glaube, ich fahre einmal um die komplette Insel rum. Ich finde immer... oh, Level 10 Schiffe wollen mich auch töten. Okay. Ich finde immer diese engen... diese engen Seen, die durch das Land hindurchführen. Der hat aber ganz schön reingebumst. Die finde ich immer... ein bisschen problematisch zu befahren. Jo, schöner Treffer. So, lass mal gucken. Haben wir noch irgendwas an Fraß dabei? Nee. Aber wir haben noch Getränke dabei. Getränk ist gut. Getränk kloppen wir uns rein. Das kloppen wir uns rein. Wir könnten natürlich auch... Muss damit zu St. Anne. Okay. Aber... sicher, dass ich... Ach so, doch, ich muss zu St. Anne. Danke für die Aufklärung, ja. Oder fahren wir doch Bin Dur? Mit dem Neuner musst du nur auf die Segel schießen. Okay, die zerfetzen dann, ne? Ich habe mal eine Zeit lang mit der Balliste gespielt. Fand ich auch eigentlich ganz nice, weil du damit die Segel der Gegner halt komplett zerschießen konntest. Und die somit dann nicht mehr ihren Speed halten konnten. Wenn ich hier jetzt durchfahre... Am Leben bleiben, okay. Ich habe auch nur noch 6 Minuten, das wird ganz schön knapp. Und wir fahren gleich gegen den Wind, aber da kommt ja gleich dann die vorhin von mir hochgepriesene Stärke der Schnau vielleicht zum Einsatz, nämlich dass wir kaum Geschwindigkeitsverlust haben, wenn wir gegen den Wind fahren. Vielleicht ist das jetzt auch komplett wahnsinnig von mir, hier durchs Inland zu fahren. André! Vielen Dank! Willkommen als Schleck-Member. Vielen Dank für die Kanalmitgliedschaft. Oh. So, hier. Ihr könnt mich mal.
Ah, man sollte auch nach vorne gucken, während man fährt. Das ist jetzt natürlich mehr als ungünstig, was ich hier gerade gemacht habe. Aber dann können wir nochmal schön in die Segel reinbolzen. Und der Rest passt schon. Holy shit! Was? Wie ist das denn jetzt passiert? Was ist das denn für ein Monsterschiff, was auf mich geschossen hat? Ich bin nicht am Leben geblieben. Habe ich jetzt verloren? Oh no. Oder kann ich meinen Wrack hier noch wieder einsammeln? Du wurdest versenkt und die vom Ruder ist verloren, ja? Alles verloren. Oh no. Oh, ihr blöden Arschlöcher, ey. Ich hasse euch für immer. Ich hasse euch richtig. Aber hier den König... Altea, was ist das denn? Das ist doch nicht normal. Was? Was sind das für Schiffe? Holy shit. Leertaste vergessen. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, die Leertaste, die hilft mir da auch nicht mehr. Wenn ich jetzt zurück zum Hafen gehe, müsste mein Loot da doch noch liegen, oder? Oder? Weil wenn ich mich jetzt auf See respawnen lasse, ja, dann liegt er da noch, okay. Wenn ich mich auf See respawnen lasse, dann, ich bin ja schon völlig zerschossen. Das bringt ja nichts mehr. Können wir uns lieber hier einmal eben reparieren, Segel setzen und dann holen wir uns jetzt das Wrack, weil, nur die Urkunde fällt weg, okay. Gut. Trotz alledem... Dumm gelaufen. Vor allen Dingen, mein Wrack liegt jetzt 4000... Na gut, ist nicht so weit. Ist nicht so weit. Müssen wir nur mal eben gucken. Ja, einmal nach da oben segeln. Vielleicht sind dann die dummen Schiffe da gleich auch weg. Weil wir haben ja trotzdem... Wir haben ja trotzdem guten Loot bekommen. Auch wenn mich ärgert's total, dass ich... dass ich es nicht gepackt habe. Vielleicht hätte ich doch übers offene Meer, also um die Insel rumfahren sollen, weil da hatte ich ja eben gar keine Chance auszuweichen. Aber wir haben trotzdem ja diesen krassen, ich nenne es immer Rüstung. Am besten Finger an die Leertaste kleben, ist echt so, ey, dass ich es immer wieder vergesse. Aber ich glaube, dass selbst mit Leertaste, hätten die mich, glaube ich, gerade einfach gnadenlos zerschossen. Die waren einfach richtig krass. Unseren Loot holen wir uns aber. Und trotzdem wieder... Boah. Hauptsache mal jemand der Wave verschlucken. Deshalb sollte man sowas nicht tun. Boah, das hat mir die Tränen in die Augen getrieben, ey. Ey. Lasst mich in Ruhe. Ich muss meinen Loot holen. Lasst mich einfach in Ruhe, okay? Schlecki, mach mal die Karte auf, bitte. Mach ich.
Da möchte ich hin. Sobald ich gleich meinen Loot habe, ich verziehe mich dann auch sofort nach Sand End. Können wir uns nochmal treffen, Tobi. Natürlich jetzt auch wieder kein Futter dabei, weil das alles schön in meinem Wrack liegt. Macht die Sache nicht besser. Ich hoffe, dass diese beiden Jungs da jetzt weg sind. Und nicht nur auf mich warten. Da ist nochmal Karte. Besten einen Finger auf der Leertaste, ja. Ich spekuliere jetzt einfach mal darauf, dass die beiden Schiffe da jetzt weg sind. Wenn die da immer noch um meine Fracht rumcruisen, dann wäre das schon hart. Aber dann sammle ich die Fracht schnell ein, drücke durchgehend natürlich die Leertaste und versuche mich da irgendwie zu verziehen. Es war, glaube ich, wirklich der Fehler war, hier durchzufahren. Ich hätte einfach hier oben rum und dann runter nach Sand Anne, weil auf dem freien Meer hast du halt dann doch noch, selbst wenn ich jetzt abgeschossen worden wäre, hätte ich natürlich den Auftrag trotzdem verloren, aber okay, keiner da. Okay, da haben wir es. Das sieht nach anderem Spieler aus. Okay. Ja, mach dir mal. Wir versuchen jetzt auf jeden Fall. Ich meine, wir könnten auch bei der Plünderung mitmachen, aber ich will jetzt einfach nur noch die Sachen in Sicherheit bringen. Wir waren auch fast durch, ne? Wir waren fast durch gewesen. Ach, guck mal, Hilfe ist da. Dankeschön. Okay, ich habe Geleitschutz bis nach Sand Anne. Super. Geht es eigentlich über 1 Million Silber, weil dort einfach für mich 999.999 steht? Weiß ich gar nicht. Bin nicht so vermögend. Guck mal. Das ist Geleitschutz. So, jetzt mal im Gucken. Ich fahre auch richtig, ne? Da ist Sand Anne. Sehr schön. Okay, dann haben wir auf jeden Fall... Genau, immerhin hast du den Rumpf. Ganz genau. Haben wir den Auftrag zwar nicht erledigt, aber haben den geilen Rumpf bekommen. Das ist schon mal die Hauptsache. Das ist schon mal mega gut. Mega gut ist das. So. Boah. Gott sei Dank. Das war aufregend. Ich habe auch echt nicht damit gerechnet, dass mich das Level 10 Schiff da einfach so eiskalt abschießt. Handel wurde abgebrochen. Habe ich den abgebrochen? Nee, angenommen. So, ich hab schon wieder nichts außer einer Kokosnuss. Aber die gebe ich dir gerne. Ey, vielen Dank, Alter. Das ist so crazy. Das ist so crazy, was du hier alles raushaust. Vielen, vielen, vielen Dank. Das ist verrückt. Einfach nur verrückt, ey. Gucken wir uns das Ganze jetzt mal eben an. Ey, Tobi kriegt heute wirklich hier eigentlich, warte mal. Ich weiß gar nicht, ich guck gerade, ob ich irgendwie, ich würde Tobi ganz gerne eine Kanalmitgliedschaft schenken. Aber ich glaube, ich als Kanalbesitzer kann das gar nicht. Also das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann, Tobi.
Falls ich irgendwie herausfinde, wie das geht, dann kriegst du definitiv von mir eine Kanalmitgliedschaft geschenkt. Aber irgendwie... Irgendwie... Der Tobi hat Stuff. Seine Kluft, die er anhat, war auch teuer. Wir können auch nicht definieren, für wen wir das geben können. Ach so, okay. Ach so. Ja, denn ich lass mir irgendwas einfallen, Tobi. Irgendwie mach ich das wieder gut. Ich behalte das im Hinterkopf. Ich habe dich ja bei Ubisoft drin und da gibt's auf jeden Fall noch irgendwie eine Kleinigkeit von mir. Nee, ist kein Geld mehr oder so. Du hast mehr gemacht als nötig, wirklich. Wirklich, vielen, vielen Dank. Alles gut, alles gut. Alles gut. So. Das ist sonst zu viel. Ich muss mir auch noch ein bisschen was selber zusammenspielen hier. Das wird zu krass, wirklich. Basteln wir uns mal ein bisschen am Schiff rum, würde ich sagen. Aber der Tobi will unbedingt noch mit mir handeln. Gucken wir mal, was jetzt noch kommt, ey. Preise Tobi, ist echt so. Ich hau noch mal eine Kokosnuss auf den Markt. Also wie gesagt, ich werde auf jeden Fall irgendwie, ich lasse mir über Uplay irgendwas einfallen, dass ich dir da irgendwie... Alter, 100.000 Silber, ey. Der Typ. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Es reicht jetzt, wirklich, es reicht. Vic Austria, danke fürs Prime-Abo. Vielen, vielen Dank auch an dich. Ey, ihr seid doch alle verrückt. Was ist denn heute hier los, Mensch? Was ist denn los hier? Da kommt der Nächste. Ich hab doch nur Kokosnüsse, die ich euch geben kann. Ich hab doch nichts. Alter Schwede. Oh, eine Dardanellen-Artillerie. Ja, danke. Danke. Könntest wenigstens zwei Kokosnüsse tauschen, das ist echt so. So, jetzt reicht's, Kinder, es reicht jetzt. Reicht. Ach Mann, ey. 100.000 Silber für eine Kokosnuss, ja. Du weißt nicht, was das für eine krasse Kokosnuss war. Das war nämlich die goldene Kokosnuss. So. Jetzt erstmal, ich muss jetzt erstmal hier wieder auf mein kleines, bescheidenes Leben klarkommen. Erstmal alles verfrachten. So. Und dann basteln wir jetzt nochmal eben am Schiff rum. So. Ausstattung mache ich ein anderen Mal. Schiffsrumpf, guck mal, den habe ich mir wenigstens fairerweise, den habe ich mir gerade selber erspielt. So. Wenigstens etwas. Die Tobis sind in Geberlaune, echt. Ach ja, genau, falls ihr irgendwie untereinander spielen, handeln, was auch immer wollt, könnt ihr gerne auf dem Discord vorbeigucken, haben da einen eigenen Skull & Bones Kanal, da ist auch immer ordentlich was los, also gerne da reinschauen. Ansonsten, wer noch mehr Schlecki-LP will, mich gibt's natürlich auch noch auf Instagram, auf YouTube, auf Twitch, auf X bin ich nicht wirklich aktiv, Das macht wenig Sinn. Könnt ihr natürlich auch gerne vorbeischauen. Ansonsten reicht es aber auch völlig, wenn ihr dem Stream einen Daumen nach oben gebt oder ein Follow da lasst, was auch immer. Das war jetzt gerade echt ganz schön viel für einen alten Mann, was ihr da getan habt. Das ist ja wirklich crazy. So, wir haben noch knarrenden Kanonen gekriegt. Die Dardanellen-Artillerie können wir noch ranmachen. Hier haben wir schon Skurlocks 9er. Und hier haben wir doch noch irgendwo den Sprengtorpedo bekommen. Wir haben auch noch eine Brandbombarde 3. Ich würde mir aber tatsächlich hinten raus gerne den Torpedo... Haben wir einen Torpedo bekommen? Irgendwas haben wir doch eben noch bekommen. Ich weiß gar nicht. Ich habe das Schiff auf Stufe 11, Alter. Ich bin fix und fertig. Die Wolf, danke für 5,99. Lang leben die Tobis. Ist echt so, ey. Das ist völlig crazy. Also mit Eskorte zählt jetzt auch als selbst erfahren. Ey,
Die Eskorte war erst da, als ich das Ding schon hatte. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Was letzte Preis für die Bombarde? Und Kokosnüsse sind lecker, ist nämlich so. Wisst ihr nämlich gar nicht. Alter Schwede, ey. Ich komme gar nicht klar drauf. Ja, krass. Ich glaube, hinten lasse ich erstmal Sprengtorpedo dran. Mir war so, als ob ich eben auch noch irgendwo ein Sprengtorpedo 3 gehabt hätte. Jetzt will auch noch Mr. Hash Flaffles mit mir handeln. Mal gucken. War der auch gerade im Chat? Hier. Kokosnuss. Das hat hat heute schon mehrmals gut geklappt mit der Kokosnuss. Alter Schwede. Mr. Hash Flovels. Okay. Meine Damen und Herren, ich habe jetzt Skull & Bones durchgespielt. Ich muss mir jetzt ein anderes Spiel suchen. Was ist denn los mit euch, ey? Schiff verwalten. Aber dann kann ich jetzt wenigstens schöne Bildvideos für euch machen. Dann können wir eigentlich, ist es jetzt viel nicer, vorne das Ding ranzumachen, hinten das Ding und dann ist ja richtig nice. Genau, Tobi, du hast mir ein Torpedo 3 gegeben, ne? Sprengtorpedo. Ich mach's jetzt erstmal so, weil ich das noch nett. Ich hau hier jetzt ab. Ey, warte mal. Hier. Ich kann mich hier echt nur noch verbeugen. Ihr seid ja völlig, völlig verrückt. Aber ich muss hier jetzt weg. Ja, aber ich habe euch heute mal eben gezeigt, wie man aus einer Handvoll Kokosnüsse jeder richtig viel macht. Ihr braucht nicht mehr als eine Handvoll für eine Handvoll Kokosnuss. Der Film mit Schlecki LP. Wisst ihr, was wir jetzt noch machen hier zum krönenden Abschluss? Zack, und er fliegt die Enterprise. Echt, ist so. Was wir jetzt noch mal eben hier zum krönenden Abschluss machen, hier bin ich doch falsch. Hier wollten wir doch gar nicht hin, oder? Zum krönenden Abschluss, da müssen wir, glaube ich, hin. Oder? Ne, hier bin ich auch falsch. Eigentlich wollte ich zum krönenden Abschluss jetzt noch mal eben das Seemonster machen. Da war ich hier doch richtig, das... Oder? Ja klar, hier gibt's die Quest. Du könntest vielleicht auch mal deinem Kumpel Tag helfen. Mache ich aber jetzt. Schlecki Picard. Ist echt so. Da ist er doch. Aus der Tiefe. Das machen wir jetzt nochmal eben. Wahrscheinlich ist das jetzt ein One-Shot. Schnellreise. Zack. Aber meinen guten Freund, den Cuba Libre, das liebe kleine Seemonster, das besuchen wir heute natürlich nochmal, weil ohne Seemonster ist das hier kein Schlecki-Stream. Ich brauche nur einen Daumen, dann haben wir 100 Daumen nach oben auf YouTube. Crazy. Du brauchst Ölkanister. Oh, gut, dass du Bescheid sagst. Stimmt. Wir müssen hier nochmal, ranfahren. Ich war jetzt so aufgeregt. Ich habe aber Ölkanister da. Aber nur, wenn Bruder Tuck auch Kokosnüsse hat. Das ist echt so. Warum kann ich ihn jetzt gerade nicht anlegen? What's happening? Was ist hier los? Warte mal, ich glaube, wir müssen mal eben... Das Spiel hat aufgegeben jetzt. Hat komplett aufgegeben. Die lassen mich nirgends mehr anlegen. Dürfte ich dich begleiten? Ich brauche die Zähne eigentlich... Falsche Insel. Ja. Ansonsten, wie gesagt, einfach bei uns auf dem Discord einmal vorbeischauen. Da gibt es bestimmt eine Menge Leute, die mit dir auch noch die Zähne holen. So, warte mal eben. Wir brauchen einen Ölkanister. Ich brauche die Torpedos gerade nicht mehr. Weil Torpedo habe ich gerade mal eben outgesourced.
ab ins Lagerhaus. Wir haben auch noch eine dicke Truhe, die können wir gleich auch noch aufmachen. Ölkanister in den Frachtraum. Zack. So, das haben wir. Oh, auf YouTube habe ich jetzt 114 Daumen. Ey, crazy. Heute ist wirklich wild. Aber ich finde, auf Twitch ist heute auch so wild. Also wie gesagt, das ist für mich ein Novum, dass auf Twitch so viele Leute zu gucken. Für meine Verhältnisse. Wir sind die ganze Zeit so zwischen 45 und 55 Zuschauern. Und das ist für meine Verhältnisse sehr, sehr viel. Irgendwas wollte ich noch gucken, ne? Habe ich jetzt schon wieder... Ach ja, die Truhe. Wie gesagt, sonst auf Twitch irgendwie... ist sonst 10 so das Höchste der Gefühle. Also von daher auch das mittlerweile völlig crazy, was da abgeht. Also ich kann mich halt nur immer wieder bedanken und bin voller Demut für das, was hier momentan passiert, ey. Crazy. Crazy, crazy. Für das Szenefarmen am besten in der Gruppe nacheinander die Mission machen. Genau. Die Wolf hat mal eben 5 Abos noch verschenkt auf Twitch oder Twitter, wie ich es früher immer gerne genannt habe. Alter. Ihr seid auch alle völlig gaga, ey. Da klimpert's in der Kasse, ey. Das ist völlig crazy heute, was hier abgeht. Aus der Tiefe. Wir machen jetzt nochmal eben schön das Schönste am ganzen Spiel. Das Seemonster. Auch wenn es mir jetzt schon fast leid tut. Weil hier gerade die voll ausgerüstete Enterprise anrockt, um es zu erledigen. Ja, sorry. Cuba Libre. Kuharibu oder wie du heißt. Aber in ein paar Tagen kommt ja der große Bruder. Und dann, ich hoffe wirklich, dass das Seemonster dann aus Season 1 nochmal richtig reinhaut und richtig knackig wird. Weil das momentane Seemonster, es ist halt mittlerweile, das ist wirklich, das ist streichzart. Handzahm, fast schon. Warte mal, da kommt, da ist noch was anderes Böses unterwegs. Israel Hans. Ich würde ihm empfehlen, sich nicht mit mir anzulegen. Wer hat mich auf dem Kicker? Die haben mich auf dem Kicker. Ihr wollt das nicht wirklich. Alter, jetzt klingelt's nochmal. Hortleider auch. Danke für dein Prime-Abo. Alter. Was ist denn heute auf Twitch los? Oh, oh. Der schlägt ein. Oder? Nee, ganz knapp nicht. Ich lasse mal den Freibeuter da links liegen. Ich freue mich auf Season 1. Hab weniger erwartet als gedacht. Also ich freue mich auch drauf. Wird auf jeden Fall nochmal... wird nett, glaube ich. Also ich finde dieses Prinzip auch mit der Jagd dann auf den legendären Kapitän, da kann man wieder sogar ein bisschen Lore mit ins Spiel bringen, also so ein bisschen Story. Alter, hier sind sie alle. Mit Geleitschutz. Ganz ehrlich, Kinners, wenn das Seemonster gleich auftaucht, das kriegt doch direkt einen Herzinfarkt, wenn das den ganzen Terrortrupp hier sieht. Tobi ist auch am Start. Au! Das tut mir jetzt schon leid. Das arme Monster. Das arme Monsterchen. Was ist das da hinten denn? Was ist das? Das ist Lootkram. Oder sind das Monsterreste? Wo ist er denn?
Wo? Da hinten ist er doch. Ach, ich liebe ihn einfach. Kuharibu ist einfach der Beste. Nils Pferd! Danke fürs Prime-Abo. Alter, jetzt geht's hier aber los, ey. So. Die Haut ist dick wie mein Arsch. Ist so. So, wo ist er denn? Muss man ihn ein bisschen lauter machen. Den Kuharibu kann man nämlich immer ganz gut hören. Da ist er. Erstmal schön überhaupt nicht getroffen. Oh nein, das arme Viech. Eine komplette Terrortrupp hier, ey. Oh, guck mal, da greift er sogar die anderen an. Wenn er das macht, brauche ich gar nicht auf Leertaste drücken. Gut, ne? Und hier ist übrigens der Flammenwerfer. Gibt ein bisschen geröstetes Kuharibu. Ja, Mensch. Das war ja heute fast, fast ein bisschen langweilig hier mit dem Kuharibu. Prost. Wo ist er denn? Hier müssten irgendwo seine Reste sein. Da. Habe ich, glaube ich, schon eingesammelt. Jawohl. Aber hier liegt auch noch so viel Stuff rum. Können wir mal ein bisschen was mitnehmen vielleicht. Haben wir da denn alles? Nelken, gegrilltes Brot. Was halt so im Meer rumliegt. Oh, da knallt's. Ach, herrlich. ...61 Zuschauer auf Twitch, ey. Langsam macht mir das Angst. 163 auf YouTube. Crazy. Ja, das war verrückt. Das war verrückt. Hier, guck mal, da gibt's auch, schönes Feuerwerk. Ich habe hier nur mein Prösterchen. Bing. Den hier, der ist geil. Der ist auch aus dem Shop. Dieser Drache. Guck mal eben. Das ist das schwarze Loch. Oder was auch immer. Ja, das ist mal eine Terrorflotte hier. Boom. Auch nice. Aber das Ding da, das kriegst du, glaube ich, sogar für eine Quest, wenn ich mich nicht irre. Das habe ich, glaube ich, auch. Ja, der Proster. Den habe ich auch. Und dieser Drache, den sie gerade geschossen haben, der ist halt auch aus dem Shop. Und der da, den finde ich auch richtig nice. Habe ich mir bis jetzt noch nicht geholt, hat mir aber auch schon echt in den Fingern gejuckt. So, ich guck noch mal eben hier alles durch. Alles richtig gemacht. Ja, ey, Kinders, vielen, vielen Dank, ey. Crazy, 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 was heute abgeht. Das arme Tierchen hat auch keine Schnitte gegen die ganzen Pros, ist echt so. Das aktuelle, nicht Mr. Hash-Levels in den Po reinfahren. Das aktuelle Seeungeheuer ist auch zu einfach, aber sein großer Bruder soll ja in Season 2 kommen, ja. Und wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass das neue Seeungeheuer, ich fahre übrigens gerade völlig in die falsche Richtung, dass das neue Seeungeheuer dann auch wirklich mal so ein bisschen Bums hat. Also ich würde es wirklich sehr begrüßen, von mir aus auch. Doing, was geht jetzt ab? Pimmel! Alter! Danke für 100 Bits. Ich muss mich... Ich bin mit Twitch nicht so vertraut. Vielleicht sage ich auch Quatsch und das heißt 100 irgendwas anderes. Aber vielen Dank von Herzen dafür. Schlägi, bester Mann mit Herz seit Jahren. Dankeschön. Verrückt. Verrückt, verrückt, verrückt. Was wollte ich sagen? Genau, ich hoffe, dass das Seeungeheuer, das in Season 1 kommt, dass das so viel Bums hat. Von mir aus auch echt ähnlich viel Bums wie das Geisterschiff zum Beispiel. Ist ja auch irgendwie, ist ja machbar, das Ding. Aber ist halt ein bisschen herausfordernder als das Seemonster. Sag mal, die Quest hat gar nicht gezählt. Wir können es nochmal machen.
Ich hab's immer noch. Erlege Kuharibu. Wir können... Können wir es nochmal machen? Wo ist er denn? Hallo? Hallo? Mir kam's gerade auch so vor, als ob ich ihn nochmal gesehen hätte. Nee. Kuharibu hat keinen Bock mehr. Na egal. Lass das arme Tierchen in Ruhe, echt. Twitch richtig benannt. Bits und Follow heißt auch so. Du wirst zum Twitch-Pro. Dankeschön, ey. Wird auch Zeit. Ich hab's wirklich so witzig, dass ich's damals auch wirklich in meiner Verpeiltheit dann oft auch Twitter genannt habe, ne? Zu geil. Ja, 100 Bits. Also, Pippel, danke für 100 Bits. Habe ich es richtig gesagt? Ach ja. Und wir haben auch echt... Also es sind auch ein paar Follower dazugekommen auf Twitch. Sehe ich gerade. Das war vorhin noch irgendwas mit 1600. Ich weiß nicht genau wie viel, aber... Es sind jetzt über 1700. Ey, danke dafür. 4 Schiffe im Schlepptau. Nice. Ist echt so, ne? Andreas, dafür mussten sie nur Twitter umbenennen. Ja, das hat Elon Musk so genervt, dass ich Twitch immer Twitter genannt habe, dass das einfach in X umbenannt hat. Sorry, ey. Monster ist wieder da. Echt? Und jetzt bin ich weg. Komm, wir machen jetzt zum krönenden Abschluss, wenn mir jetzt kein anderer da das Monster wegschießt. Weil da hinten ist noch einer, der gehört, glaube ich, nicht zu uns. Der gehört nicht zu uns, der da hinten. Oh, das gibt einen Bums. Sorry. Vielleicht schaffen wir es noch rechtzeitig, dass ich auch noch einen Schuss draufsetzen kann. Dann machen wir zum krönenden Abschluss jetzt nochmal das Münsterchen. Oder gehört der zu uns? Ich weiß gar nicht, ob er hier auch mit zu unserem Trupp gehört. Odin. Gehört Odin mit zu unserem Trupp? Habe ich ihm Unrecht getan und ihn als Fremden abgestempelt? Ich bin froh, wenn mal einer mitgeht. Oh nein, Kuharibu ist gleich schon tot. Lasst mir ein Stück von ihm übrig. Wo? Da. Okay. Ich bin da. Kuharibu, wo bist du? Was vielleicht auch noch nice wäre, halt auch wie in anderen Spielen, dass die Schwierigkeit von dem Seemonster zum Beispiel steigt, umso mehr Spieler vor Ort sind. Das wäre auch noch was, dass man wirklich sagt, jetzt wo hier irgendwie 5 Spieler auf das Ding da einschießen, dass der dann automatisch mehr Hitpoints hat und so weiter. Das wäre... Los, gegrillter Kuharibu. Wo ist er hin? Da. So. Hat's jetzt gezählt? Nein, es hat immer noch nicht gezählt. Ach Mann, ey. Dafür können wir ihn heute richtig wegfahren. Ist egal. Ist egal. Wir segeln jetzt mal eben zum Außenposten und lassen das Ganze mal gefriergetrocknet. Gefriergetrockneter Kuharibu. Meine Stimme hat auch schon richtig gelitten heute durch das ganze Abgejubel. Die anderen NPCs machen aber mehr Schaden in der Gruppe. Okay, das ist ja schon mal Schlecki im Blut raus. Das ist ja auf jeden Fall schon mal ganz, ganz nice. Aber wie gesagt, bei Kuharibu oder bei diesen dicken Brocken könnten die das einfach gerne auch so machen. Dass, wenn da echt wie jetzt, Alter, diese Truppe, ey, wenn da 4 bis 5 von diesen Wahnsinnigen da auf das arme Tier losgehen, dass das Tier sich einfach ein bisschen wehren kann. Zum Glück kein Tierschutzwein unterwegs. Echt mal.
Dann sage ich schon mal danke für den humorvollen Stream und ein schönes Wochenende zusammen. Dir auf jeden Fall auch, ey. Das war wirklich crazy, was hier heute abgegangen ist. Das, es gab schon mal Streams mit mehr Zuschauern, definitiv. Ich erinnere da an den auch völlig absurden The Day Before Stream. Aber was hier heute an Liebe rausgeballert wurde, das ist ja fast zu viel für mein altes Herz. Für einen alten Captain. Kinners, was soll ich sagen? Ey, an alle hier, an alle, die zugeguckt haben, die Daumen gegeben haben, die sich im Chat beteiligt haben, vielen, vielen Dank. An alle, die heute Kanalmitglied geworden sind auf YouTube, vielen, vielen Dank an euch. Es gibt ja mal einmal im Monat den kleinen Schlecklock für Kanalmitglieder. Im März kommt auch auf jeden Fall wieder einer. Der aus Februar ist ja gerade aktuell drauf. Vielen, vielen Dank an alle auf Twitch, die hier heute einfach völlig bugwild gegangen sind. Ich habe mal eben da die Werbung pausiert. Also das auf Twitch eigentlich heute fast noch insaner, als was eh schon momentan immer auf YouTube abgeht. Also da auch nochmal danke für alle, die ein Follow da gelassen haben, die den Chat heute mal richtig belebt haben. Ich musste heute so oft in den Twitch-Chat gucken wie noch nie. Vielen Dank für eure Follows, vielen Dank für eure Prime-Abos. Und dann nochmal herzlichen Dank an die Tobis, nenne ich sie jetzt einfach mal. Also die Crew, die hier gerade hier rumsteht. Vielen Dank für euren für eure Eskorte. Vielen Dank dafür, dass ich jetzt mit der Enterprise hier rumschipper. Vielen, vielen Dank wirklich nochmal an euch. Vielen Dank an alle, die mich hier momentan so krass supporten, obwohl ich ein Spiel spiele, das eigentlich sehr gehatet wird. Dafür für jeden, der das Spiel mag, ich breche für euch die Lanze, auch hier in der Öffentlichkeit. Das Spiel ist gar nicht so schlecht, wie alle immer sagen. Und es ist, ich habe ja schon ein sehr ausführliches Video darüber gemacht mit einem Statement. Es ist auch völlig okay, damit Spaß zu haben. Und ich hoffe, das habt ihr auch weiterhin. Mal gucken, vielleicht gibt es morgen nochmal ein Streamchen. Ansonsten nächste Woche Season 1. Das wird ein Fest. Also, danke für euren unglaublichen Support heute. Macht euch noch einen schönen Abend, passt auf euch auf, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ich habe keine Stimme mehr. Reingehauen.